So, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie recht herzlich zu der heutigen öffentlichen Anhörung im Ausschuss für Wirtschaft und Energie. Dieser heutigen Anhörung liegt ein Gesetzesentwurf der Bundesregierung zugrunde, nämlich das dritte Gesetz zur Entlastung insbesondere der mittelständischen Wirtschaft von Bürokratie, auch als drittes Bürokratieentlastungsgesetz bekannt geworden. Dem liegen zugrunde die Bundestagsdrucksachen 19-19959 und 19-14076. Ich darf im Einzelnen begrüßen die Damen und Herren Sachverständigen, die unserem Ausschuss heute mit ihrem Sachverstand zur Hand gehen und uns bei der Beratung in diesem Thema zur Verfügung stehen. Die Kolleginnen und Kollegen des Ausschusses für Wirtschaft und Energie sowie weiterer Ausschüsse unseres Hauses und für die Bundesregierung die Damen und Herren Fachbeamten aus dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Wie ich höre, wird auch der parlamentarische Staatssekretär Wittke noch zu uns stoßen. Ich darf ferner begrüßen die Vertreter der Länder und auch die Vertreter der Presse, der Bild-, Ton- und Printmedien und nicht zuletzt alle Zuhörer und erschienenen Gäste hier in unserem Ausschuss und natürlich auch die Zuschauer, die uns über das Fernsehen zugeschaltet sind und diese Anhörung im Fernsehen oder via Internet verfolgen. Zum Ablauf der heutigen Sitzung darf ich Ihnen einige folgende Erläuterungen geben. Die Fraktionen haben sich darauf verständigt, die Anhörung nicht in Themenblöcke aufzuteilen. Wir führen die Befragung unter Berücksichtigung des Stärkeverhältnisses der Fraktionen im Ausschuss durch und gehen deshalb nach der sogenannten Azurliste, das bedeutet Anteile, Zugriffe, Reihenfolge, vor und werden in entsprechender Anzahl zu Fragerunden kommen, so wie uns Zeit zur Verfügung steht. Um diese Fragerunden in der Zeit von 2 Stunden abzuwickeln, sind wir darauf angewiesen, dass sich sowohl die fragenden Kolleginnen und Kollegen hier im Raume als auch die Sachverständigen möglichst kurz fassen. Die Fraktionen sind daher übereingekommen, dass pro Wortmeldung eine maximale Redezeit von insgesamt 4 Minuten für Frage und Antwort, also inklusive Antwort, unbedingt eingehalten werden muss. Bei einer Überschreitung, da bitte ich um Ihr Verständnis, muss ich sehr nachhaltig an die Einhaltung der Zeit erinnern, damit wir mit dem ganzen Bündel Fragen, das heute zur Beratung steht, auch durchkommen. Es gilt also der Grundsatz, je kürzer die Frage, umso mehr Zeit bleibt den Sachverständigen für die Antwort. Ich sehe, das ist allseitig verstanden. Bitte nennen Sie zu Beginn Ihrer Frage den Namen des Sachverständigen, an den Sie die Frage oder die Fragen adressieren wollen. Wegen der bereits erwähnten Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit haben wir auf Eingangsstatements der Sachverständigen verzichtet. Die schriftlichen Stellungnahmen der Sachverständigen sind als Ausschussdrucksache zuvor bereits verteilt worden. Zu dieser Anhörung wird ein Wortprotokoll erstellt. Zur Erleichterung derjenigen, die das Protokoll führen, bitte ich diejenigen Kollegen, wie bereits eingangs gesagt, den adressierten Sachverständigen zu nennen. Und die Sachverständigen bitte ich, mit dem Beginn Ihrer Antwort Ihren Aufruf durch mich als Vorsitzenden abzuwarten. Ich beginne mit der Anhörung und Befragung. Und nach unseren Regularien geht die erste Frage an die CSU-CSU-Fraktion. Der Kollege Bernhard Loos hat das Wort. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, liebe Gäste, ich möchte natürlich gleich an den Herrn Dr. Haber von der Handwerkskammer Oberpfalz, also Niederbayern Oberpfalz, eine Frage richten.
Ich bin ja selbst ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, Unternehmer und habe natürlich auch viele Vorstellungen, was wir im Bürokratiebereich eigentlich abbauen könnten. Und Sie kommen mir da sehr entgegen, indem Sie schon in der, im Eingang Ihrer Stellungnahme schreiben, hätten wir uns weitergehende Maßnahmen gewünscht, so zitiere ich Sie. Und da würde ich Sie natürlich ganz gerne fragen, was würden Sie sich denn so als wichtigsten Punkt noch weitergehend im Bereich der Bürokratisierung wünschen? Und weiter fordern Sie konkret in Ihrer Stellungnahme unter Römisch 3.3 Dokumentationspflichten beim Mindestlohn reduzieren. Haben Sie eine Einschätzung, wie hoch eine Entlastung bei Realisierung Ihrer Forderung sein könnte? Herzlichen Dank für die Frage. Und bevor wir zur Beantwortung kommen, darf ich noch den parlamentarischen Staatssekretär Wittke für das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie unter uns begrüßen. Herr Dr. Haber von der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz, Sie haben das Wort. Herr Vorsitzender, herzlichen Dank. Ich bedanke mich für die Frage. Ja, natürlich, das Eckpunktepapier in seiner ganzen Ausprägung wäre uns, waren wir sehr zuversichtlich. Jetzt im Gesetzesentwurf sind einige Dinge eben rausgefallen, die ich doch gerne nochmal aufgreifen würde. Und zwar geht es einmal natürlich um das Thema Anhebung der GWG-Grenze auf 1.000 Euro. Es waren ja schon mal 1.200 Euro gefordert. Bei uns geht es halt darum, wir haben uns gefreut damals, als es auf die 800 Euro hinging und dass das jetzt gesetzt wurde. Aber eben die Poolabschreibung zwischen 800 und 1.000 Euro ist uns natürlich noch ein Dorn im Auge. Also wir würden dafür plädieren, die Sofortabschreibung auf 1.000 Euro zu erhöhen. Und das würde die Poolabschreibung von 800 bis 1.000 Euro obsolet machen. Dann ein wichtiger Vorschlag von unserer Seite wäre der Rechtsanspruch auf eine verbindliche Auskunft durch die Finanzbehörden, dass sowas eingeführt werden würde. Es sollte ein Rechtsanspruch auf Erteilung einer verbindlichen Auskunft geschaffen werden. Insbesondere sollte eines wegfallen: für negative verbindliche Auskünfte sollte natürlich von der Gebührenpflicht abgesehen werden. Ja, Dokumentationspflicht beim Mindestlohn. Da fordere ich einfach eines mal ein, dass wir wieder mehr Vertrauen auch, und zwar insbesondere natürlich zu meiner Berufsgruppe, das werden die anderen auch für sich in Anspruch nehmen, aber ich darf eines nicht, möchte ich in Erinnerung rufen, dass eben Handwerker und Handwerksmeister doch gerade in den gefahrengeneigten Handwerken eine doch umfangreiche Ausbildung genossen haben. Und ich meine, dass die Dokumentationspflichten in einer Art und Weise überbordend waren, gerade was das Lebensmittelhandwerk angeht. Man hat als Maßstab genommen große Schlachtereibetriebe, wenn man den kleinen Metzger im Fokus hatte. Nur so viel. Herr Loos, es fällt mir schwer, natürlich eine Zahl zu nennen, was das angeht. Aber ich darf es Ihnen einfach damit beschreiben, dass das durchschnittliche handwerkliche Unternehmen hat 7 Mitarbeiter. Und ich darf Ihnen eines sagen, unsere Kollegen hauptsächlich in der Freizeit belasten unsere Kollegen diese überbordende bürokratischen Pflichten. Das geht vom Familienleben weg. Und da muss man eines sagen, wir haben alle ein Problem. Wir wissen, dass der Mittelstand ein stabilisierendes Moment ist in diesem Land. Und wir zum Beispiel in Niederbayern-Oberpfalz, wir haben 38.000 Betriebe. In den nächsten 10 Jahren, das ist sehr griffig, darum bleibe ich bei meinem Niederbayern-Oberpfalz, 11.000 Betriebe sollen übergeben werden. Das heißt, wenn wir weiter so machen, dann werden die jungen Leute eben einfach nicht mehr die Selbstständigkeit suchen. Vielen Dank, Herr Dr. Haber. Die nächste Frage kommt von unserer Kollegin Sabine Poschmann für die SPD-Fraktion. Herzlichen Dank. Meine Frage geht an Frau Dr. Behland. Und zwar, es gibt ja nicht nur die Prämisse, dass man im Grunde, was wünscht man sich noch in das Gesetz reingibt, sondern es gibt ja auch vom Bundesrat Initiativen im Grunde, ob man nicht noch mal über das ein oder andere sogar nachdenkt, was da jetzt im Entwurf schon drin ist. Und auch der DGB hat sich etwas kritisch geäußert. Vielleicht könnten Sie uns mal Ihre Einschätzung geben, wie Ihre vertretenen Unternehmen darüber denken. Herzlichen Dank.
Vielen Dank. Und Frau Dr. Behland für den DIHK zur Beantwortung. Bitte sehr. Ja, gerne. Ja, wir haben dieses Gesetz sehr begrüßt, dass es gekommen ist. Wir haben lange darauf gewartet, dass das dritte Bürokratieentlastungsgesetz jetzt dann doch das Licht der Welt erblickt hat. Und es sind ein paar sehr wichtige Maßnahmen für die Unternehmen drin. Insofern ist vielleicht das wichtigste Ziel für uns, dass es jetzt erstmal so kommt, wie es da steht, sozusagen das Minimalziel, und dass nicht noch Dinge dann wieder herausgenommen werden, zum Beispiel die Vorhaltefrist, die auf 5 Jahre verkürzt werden soll, ist gerade für die größeren Unternehmen eine wichtige Maßnahme, um die Kosten für die Aufbewahrung von elektronischen Unterlagen zu senken. Dass diese bei 5 Jahren bleibt und nicht bei 6 Jahren, auf 6 Jahre verlängert wird, das ist schon sehr wichtig, dass das so kommt. Das sind hohe Kosten, die bei den Betrieben entstehen durch die Vorhaltung von Prozessen, dass elektronische Daten dann auch nach 10 Jahren noch lesbar sind. Und es ist auch ein Faktor, dass Betriebsprüfungen dann auch schneller stattfinden, was für die Unternehmen ein sehr, sehr wichtiges Anliegen ist. Also das ist etwas, was im Gesetz gut ist, dass es so ist. Darüber hinaus würden wir uns natürlich wünschen, gerade für die kleinen und mittleren Unternehmen, dass die Aufbewahrungsfristen generell verkürzt werden auf 5 Jahre, gerade auch für Papierunterlagen, denn die meisten Betriebe archivieren in Papier nach wie vor. Das muss man einfach so sehen. Man kann es gutheißen oder nicht gutheißen. Fakt ist, dass sie das tun und dass die Archivierungskosten da nach wie vor sehr groß sind. Wir wissen auch, dass es nicht sehr wahrscheinlich ist, dass das in diesem Gesetzgebungsverfahren kommt. Aber Bürokratieabbau geht weiter, auch nach diesem Gesetz noch. Und es ist an dieser Stelle einfach als Ergänzung noch nötig. Ich möchte auch noch mal das unterstützen, was Herr Haber gesagt hat, dass die Pflichten für die Unternehmen inzwischen ein Maß erreicht haben, dass nichts Zusätzliches mehr hinzukommen kann. Und das auch einfach auch noch mal ein Plädoyer für den Bürokratieabbau, das wichtig zu nehmen. Wir brauchen Entlastung auch vor dem Hintergrund, dass wir neu regulieren wollen und neu regulieren müssen an manchen Stellen. Dafür brauchen wir Entlastung bei den Betrieben, dafür brauchen wir digitale Verfahren, die wirklich gut laufen, die wirklich durchgehend laufen, die wirklich umfassend sind und nicht nur an einzelnen Stellen. In diesem Zusammenhang, das Basisregister ist auch eine sehr wichtige Maßnahme. Es wäre wirklich schön, wenn da noch ein Zeitplan mit verbunden wäre und ein bisschen mehr Klarheit, wie und wann das eigentlich eingeführt werden soll. Denn es wird zur Entlastung führen, auch gerade bei Statistikpflichten, die im Gesetz insgesamt ja ein bisschen unterbelichtet sind. Vielen Dank, Frau Dr. Behland. Und die nächste Frage kommt vom Kollegen Enrico Komning für die AfD-Fraktion. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Ausführungen, meine Fragen richten sich an Herrn Harsch von der IHK Neubrandenburg. Wir haben, Herr Harsch, Ihre Stellungnahme und die der anderen Sachverständigen natürlich aufmerksam gelesen. Insbesondere können wir Ihren Ausführungen entnehmen, dass Sie doch etwas Kritik daran äußern, dass das Bürokratieentlastungsgesetz nicht weitgehend genug ist. Sie fordern eine Nummer 4, also ein Bürokratieentlastungsgesetz Nummer 4. Da sehen wir ähnlich, dass es hier also sehr zu kurz gegriffen ist. Wir sehen beim Bürokratieentlastungsgesetz, wie es jetzt vorliegt, gerade eine Bevorzugung derjenigen, die bereits auf digitale Strukturen zurückgreifen können, während, Frau Behland hat es gerade ausgeführt, gerade bei der Archivierung von Papierformen Aufbewahrungsfristen noch sehr viel länger gelten sollen. Vor dem Hintergrund, Herr Harsch, gerade dass im ländlichen Raum, und Sie kommen ja aus einem solchen Gebiet, die Digitalisierung deshalb noch nicht weit genug fortgeschritten ist, weil es schlichtweg an Strukturen fehlt. Sehen Sie Notwendigkeiten, dass man auch hier eine Gleichstellung vornimmt? Und meine zweite Frage ist, sehen Sie die Möglichkeit und die Notwendigkeit, gerade in ländlichen Räumen Sonderregelungen für die Ansiedlung und den Erhalt von kleinen und mittelständischen Unternehmen in das Bürokratiegesetz aufzunehmen? Also nochmal extra Sonderregelungen für Unternehmen in gewissen Regionen. Vielen Dank. Vielen Dank. Und zur Beantwortung Herr Thorsten Harsch von der Industrie- und Handelskammer Neubrandenburg. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich komme aus dem nordöstlichsten Teil der Bundesrepublik, aus Mecklenburg-Vorpommern, wie Sie gerade schon gehört haben. Und bei uns sind die Unternehmen maßgeblich klein und kleinst strukturiert. Das heißt, das, was
Herr Dr. Haber fürs Handwerk geschildert hat, gilt nicht nur fürs Handwerk, sondern bei den kleinen Unternehmen heißt es, dass die Unternehmen die Leistungen, die sie erbringen müssen, für die entsprechenden Anforderungen weitestgehend alleine erledigen müssen. Die Struktur in den Unternehmen ist entsprechend klein. Das heißt, wir setzen sehr darauf, dass die Bürokratieentlastung gerade in den kleinen Betrieben zu einer Leistungserhöhung führt, aber auch zu einer Existenzsicherung. Wir haben in den zurückliegenden Jahren in vielen Branchen eine Konzentration festgestellt und es darf nicht passieren, das wäre für uns sehr fatal, wenn die Bürokratie dazu führt, dass Unternehmen ihre Existenz künftig nicht mehr sichern können. Wir haben in den zurückliegenden Jahren sehr viele verschiedene Themen aufgerufen. Ich will das gerne noch mal kurz ergänzen. Herr Komning hat es ja angedeutet, dass ergänzend zu den Punkten, die jetzt schon drin sind, weitere Punkte erforderlich sind. Auch ich sehe es als zwingendes Erfordernis an, dass man sich über die GWG-Grenze unterhält. Die 800 Euro können eigentlich nur ein erster Schritt sein. Das ist jetzt nicht mehr drin, die Erhöhung auf 1.000. Das wäre aber einer, der für uns ganz wichtig ist. Und da müsste man vielleicht grundsätzlich bei allen Modalitäten, die in dem Bürokratieentlastungsgesetz erfasst sind, wirklich mal eine Kosten-Nutzen-Analyse aufgestellt werden. Wem hilft es denn? Hilft es der Verwaltung oder hilft es den Unternehmen? Die Unternehmen haben häufiger den Eindruck, dass die Verwaltungen in ihren Abläufen, in ihren Prozessen entlastet werden, aber die Unternehmen von dieser Entlastung häufig nicht direkt was haben. Ich könnte das Thema Datenschutzgrundverordnung aufrufen. Wir haben jetzt in der Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung die ersten Vollzüge. Das heißt, es wird auch gegen Verstöße entsprechend vorgegangen. Da könnten wir uns vorstellen, dass man auch deutlich noch mal über eine entsprechende Schonung der Unternehmen nachdenkt, weil doch sehr viel rechtliche Unsicherheit weiterhin da ist. Und was uns schon immer auf den Nägeln brennt, steht jetzt auch so nicht drin, aber wenn ich schon die Chance habe, was zu sagen, was nicht direkt drin steht, das ist das Thema Arbeitsrecht. Das ist ein ganz schwieriges Thema. Nicht jeder kleine Unternehmer hat einen Anwalt im Hintergrund. Vielen Dank, Herr Harsch. Und wir kommen zur nächsten Frage. Die stellt der Kollege Manfred Totenhausen für die FDP-Fraktion. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Fragen gehen an Herrn Nitschke. Herr Nitschke, Sie kommen ja selber aus dem Mittelstand geprägten Region Ostwestfalen-Lippe. In OWL hat man ja schon viel Erfahrung mit dem Bürokratieabbau. War es doch letztendlich schon einmal Modellregion dafür. Gleichzeitig können Sie auch als Akteur der Wirtschaft in NRW dem dortigen Wirtschaftsminister Vorschläge machen. Wie viel davon hat er denn, viele davon hat er in den letzten zwei Jahren bereits in drei Entfesselungspaketen umgesetzt. Meine Frage an Sie und das als direkt Betroffenen, bitte bewerten Sie die im Gesetzesentwurf zum BEG 3 enthaltenen Maßnahmen zur Entlastung der Unternehmen von Bürokratie und was fehlt Ihnen dabei am meisten? Vielen Dank und zur Beantwortung Herr Nitschke für das Unternehmen Jowatt. Vielen Dank für die Frage. Jowatt ist in Ostwestfalen-Lippe in Detmold und da ist es richtig, wir waren Modellregion und haben damals mit einem großen Sammelsurium es zumindest geschafft, eine Doppelung im Zollrecht mal zu eliminieren, was aber durchaus sinnvoll war und in Summe von Kleinigkeiten auch große Beträge nachher ergibt. Von den Entfesselungsgesetzen NRW haben wir noch nicht so richtig viel mitbekommen, aber die ganzen Genehmigungsverfahren sollen jetzt ja wesentlich beschleunigt werden. Wir haben da momentan wenig am Laufen, deswegen kann ich Ihnen da leider keine Erfahrung geben. Zu dem hier vorgelegten Gesetz, da ist es ja wahrscheinlich keine Überraschung, dass man sich da als Unternehmen gerne mehr Entlastung vorgestellt hätte. Die Ideen sind ja auch über die Jahre zahlreich gesammelt worden und leider wohl nicht so weit gediehen, dass sie jetzt im Gesetz Einfluss finden. Was aber für das Unternehmen eigentlich viel schlimmer ist, ist die Summe von neuen Bürokratien, die immer reinkommt. Und vielleicht müssten Sie da mal auch Ihr Augenmerk drauflegen. Denn wenn Sie etwas entlasten, dann ist es ja schon implementiert. Wenn etwas Neues kommt, müssen Sie das erst implementieren. Je größer das Unternehmen ist, desto einfacher ist es zu implementieren. Es wird in der Regel automatisiert. Wenn der Prozess dann automatisiert ist und er wird abgeschafft, ist die Einsparung nicht mehr ganz so hoch. Und das Dumme ist nun bei vielen Vorschriften, die wir haben, dass die alle in sich sinnvoll sind. Nur die Summe von den vielen sinnvollen Dingen ergibt nun mal wieder in Summe nichts Sinnvolles. Ich möchte es einem
Beispiel kurz machen. Wir haben gerade bei uns eine psychische Arbeitsplatzanalyse, eine Arbeitsplatzgefährdungsanalyse durchgeführt, die zwingend notwendig ist. Dazu haben wir die Datenschutzgrundverordnung beachten dürfen, sodass wir das anonymisiert durch einen externen Dienstleister haben machen können. Und das Ergebnis ist nun, dass wir feststellen, wir haben genau das, alles, was in Bundesrepublik Deutschland in der Normalverteilung auch vorhanden ist. Weitere Rückschlüsse ergeben sich nicht aufgrund des Datenschutzgrundsystems. Also wir machen das alles, haken das ab, aber die Erkenntnisgewinnung von vielen sinnvollen Dingen hebt sich teilweise gegenseitig auf. Und wenn ich jetzt auf die A1-Bescheinigung schaue, die wir von der EU bekommen haben, dann ist das ehrlich gesagt der Treppenwitz. Wir freuen uns hier, dass wir ein, zwei Scheine beerdigen. Und gleichzeitig muss ich 4 DIN A4-Blätter jedem Mitarbeiter mitgeben, der ins Ausland auf eine Dienstreise geht und vorher schon sagen, wann er wieder zurückkommt, obwohl er ein Problem zu lösen hat, wo er nicht weiß, wie lange er für die Lösung braucht. Also wir schaffen viel zu schnell neue Dinge, um mit der Entlastung langsam dann einige Dinge wegzunehmen. Insofern sind die Dinge, die vorgeschlagen werden, nach meiner Meinung sinnvoll, aber leider ein Tropfen auf den heißen Stein. Vielen Dank, Herr Nitschke. Wenn das Wir ein europäisches Wir war, dann in Bezug auf die A1-Bescheinigung ist das sicherlich zutreffend. Die nächste Frage stellt der Kollege Peter Bläser für die CDU-CSU-Fraktion. Ich würde gerne Herrn Luthe befragen. Herr Luthe, Sie sind ja nun für den Hotelverband zuständig, ein Bereich, der sicher auch viele kleine und mittelständische Unternehmen beinhaltet und damit auch für alle anderen Branchen ein gewisses Symbol und ja, das würde man sagen, durchgängig mit den Problemen befasst, die mit Bürokratie zu tun haben. Und insbesondere vor dem Hintergrund, dass eine hohe zeitliche Belastung oft auch der Betriebsführer vorhanden ist, die dann auch die bürokratischen Erfordernisse als besonders lästig erscheinen lässt, so will ich es mal bezeichnen. Mit der Meldebescheinigung wird jetzt ein Weg gemacht, die elektronisch erstellt werden kann. Jetzt kann man die auch, wenn man sie elektronisch erstellt, sehr arbeitsaufwendig machen. Also gibt es da Ihrerseits auch schon Bitten und Vorschläge, wie man das dann regelt. Das Zweite ist, bei der Umsatzsteuererklärung sollen ja Gründer von der monatlichen Abgabe befreit werden. Sehen Sie da eine Hilfe oder ist damit auch eine gewisse Gefahr verbunden, dass man sich nach einem gewissen Zeitraum wundert, was man noch für Abgaben zu leisten hat? Und das Dritte ist, Bürokratieentlastung ist ja ein dauerhafter Prozess. Ich wage das ja kaum noch in öffentlichen Veranstaltungen zu thematisieren, weil mir das niemand mehr abnimmt. Deswegen sind wir auch dankbar für weitere Vorschläge, das gilt auch an die übrigen Herrschaften, wie man den Prozess eigentlich im ständigen Laufe behält, um dann auch ganz konkret, insbesondere was Arbeitszeitregistrierungen angeht, in Ihrem Bereich ein ganz wichtiges Thema, das Ganze praxisnah zu gestalten. Vielen Dank. Zur Beantwortung Herr Markus Luthe für den Hotelverband Deutschland. Bitte sehr. Ja, vielen Dank für die Fragen. Die Regelung, die jetzt gefunden ist, ist aus unserer Sicht wirklich ein Durchbruch für die Digitalisierung der Hotelmeldepflicht. Sie sehen mir jemanden, der das jetzt seit 20 Jahren wie ein Sidekick seines Berufslebens vor sich herträgt, als Initiativen. Das erste Mal 2002 haben wir Terminals aufgestellt mit Pads und die Unterschriften erfasst. Es hat alles nicht geholfen. Jetzt haben wir einmal eine Chance, indem über die Kreditkarte, wo so ein aufwendiges Prüfverfahren so und so schon hinterliegt, die lästige zusätzliche Prüfung über diesen Meldeschein erst einmal einzudämmen, vielleicht hinterher dann auch komplett zu ersetzen. Wir begrüßen das sehr, dass hier einfach aus einer zusätzlich aus einer ganz anderen Sphäre zugekommenen bürokratischen Belastung rund um die Kreditkarte wir eine Entlastung konstruieren können im Bereich der Hotelmeldepflicht. Die wird mit etwa 50 Millionen Euro in einiger Zeit dann zu Buche schlagen, sie so ausgestaltet, dass die kleinen Betriebe erstmal am bisherigen Verfahren weiter festhalten können und dann eine Entlastung kommt, wenn es einfach Standardsoftware zur Verfügung ist, die diese Welten Zahlung und Hotelverwaltungssoftware intelligent zusammenführen, dass unter Wahrung des Datenschutzes wir kein weiteres Datum mehr erheben müssen und dennoch eine Pflicht erledigt bekommen haben. Weitere Fantasie können wir uns hier entwickeln für die ganzen Statistiken, die dahinter hängen, dass wir dann auch automatisiert auf einen Knopf drücken können und die Meldung nach Ländern erfolgreich hinter uns haben. Im Bereich Umsatzsteuer, das Sie gefragt haben, da sehen wir für die Gründer, für die Kleinbetriebe eher weniger Entlastungen auf die Branche zukommen. Eine Branche, in der pro Jahr etwa 1% der Unternehmen aussteigen. Wir haben zwar immer mehr Hotels und immer mehr Hotelzimmer,
Dennoch scheiden sehr viele kleine Betriebe, vielleicht auch aufgrund des von ihm beschriebenen Effekts hoher Bürokratie, aus. Entlastung würden wir uns natürlich auch im Bereich der Arbeitszeiterfassung alles drumherum wünschen. Das ist überbordend aus unserer Sicht unnötig gewesen. Bei A1 steigen wir sofort mit ein, auch aus Sicht der Hotellerie, unsere Reisenden da im Frühstücksraum abzufangen und dann zu schauen, ob die Bescheinigungen dabei sind und anschließend Bußgelder von 2.000 € verhängen oder aber Datenschutzgrundverordnung, Pauschalreiserichtlinie. Es wäre da noch einiges zu nennen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dudel. Die nächste Frage kommt vom Kollegen Thomas Lutze für die Fraktion Die Linke. Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an Frau Dr. Martha Böning vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Mit der Einführung der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung sollen Arbeitgeber, aber auch die Beschäftigten entlastet werden, so heißt es zumindest im Gesetzentwurf. Warum sieht der DGB die geplante Regelung kritisch und wie bewertet der DGB die geplante Regelung? Und darauf anschließend noch die Frage, wie bewerten Sie, dass die Bundesregierung die Einführung der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung im Vergleich zum Vorschlag des Referentenentwurfs um 2 Jahre vorverlegt hat? Dankeschön. Vielen Dank. Und zur Beantwortung Frau Dr. Böning für den Deutschen Gewerkschaftsbund. Ja, vielen Dank für die Frage. Ich würde gerne 2 Sachen vorwegstellen. Erstmal, das hätte gut vorbereitet und gut geregelt ein vernünftiger Entwurf sein können, der sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber in diesem Land entlässt. Und zweitens, wir reden von einer Reform, die 39 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in diesem Land betrifft. Und von daher erschließt sich mir nicht, warum der A&S-Ausschuss dieses Bundestages nicht mitberatend tätig ist und warum hier in diesem Gremium nicht Vertreter von Bundesverbänden entsprechend sitzen, die auch dieses Anliegen so wie wir adressieren könnten oder aber auch die gesetzliche Krankenversicherung und die Ärzteverbände, das aber nur am Rande. 40 Millionen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen werden in Deutschland im Jahr ausgestellt. 40 Millionen Mal müssen Beschäftigte einen sogenannten gelben Schein bei ihrem Arbeitgeber einreichen. Und tun sie das nicht, dann haben sie ein Problem. Und zwar nicht nur, weil ihr Recht auf Entgeltfortzahlung darunter leidet, sondern, meine Damen und Herren, weil sie das Bestehen ihres Arbeitsverhältnisses riskieren. Man kann nämlich beim unentschuldigten Fehlen am Arbeitsplatz entlassen werden und man wird auch in Deutschland nicht selten dafür entlassen. Von daher hat jeder und jede Beschäftigte in diesem Land ein ureigenes Interesse daran, dass sein oder ihr gelber Schein rechtzeitig dem Arbeitgeber vorliegt. Jetzt bekommen wir eine Regelung, das ist heute der Stand, bekommen wir eine Regelung, die uns allen hier Bürokratie und Aufwand abnehmen soll. Und tut sie das? Leider sieht es nicht danach aus. Das ganze Funktionieren der elektronischen AU-Bescheinigung steht und fällt mit dem Funktionieren des sogenannten Telematikverfahrens. Und dieses Telematikverfahren, meine Damen und Herren, ist derzeit, Stand Juli dieses Jahres, bei 45% der Arztpraxen in diesem Jahr nicht implementiert. Und es ist nicht sichergestellt, dass es bis Ende 2020 implementiert werden wird. Und deswegen war ursprünglich geplant, dass die erste Strecke, nämlich Arzt-Krankenkasse, 2021 eingeführt wird und die für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer relevante zweite Strecke oder zweite Abschnitt, nämlich Krankenkasse-Arbeitgeber, erst 2 Jahre später nach einer vorherigen Überprüfung und Evaluation des Funktionierens dieses Verfahrens eingeführt werden wird. Darauf möchte die Bundesregierung jetzt verzichten. Die Bundesregierung möchte also 2 Jahre vorher ein System einführen, was alle gesetzlich versicherten Beschäftigten in diesem Land betrifft, ohne zu prüfen, ob das Verfahren funktioniert, ohne zu prüfen, ob es in der Praxis sozusagen flächendeckend zur Anwendung kommt. Möglicherweise ahnt die Bundesregierung, dass es Pannen geben wird in diesem Verfahren und Ausfälle von diesem System und schiebt den schwarzen Peter dafür aber, meine Damen und Herren, den Beschäftigten zu. Und ich möchte Ihnen anhand eines potenziellen Sachverhaltes darstellen, wie sich das in der Praxis auswirken wird. Wir haben eine Arbeitnehmerin, wir nennen sie mal Frau Böning, die geht zum Arzt und der Arzt stellt eine schwere Lungenentzündung fest, drückt Frau Böning eine Abschrift ihrer AU-Bescheinigung in die Hand und sagt, gehen Sie nach Hause, legen Sie sich ins Bett. Das macht die Frau Böning auch, die ist ja schließlich nicht verpflichtet, einen gelben Schein ihren Arbeitgeber einzureichen. Währenddessen aber kann der Arbeitgeber diesen gelben Schein in dem System nicht abrufen. Und das über Wochen. Das kann verschiedene Gründe haben. Es kann sein, dass Frau Böning, dass der Arzt an dem System nicht angeschlossen ist. Es kann sein, dass es einen Systemfehler gegeben hat. Für den Arbeitgeber sieht das aber so aus, Frau Böning fehlt unentschuldigt. Er schickt eine Kündigung raus und kündigt sie dafür.
Vielen Dank, Frau Dr. Böning. Die nächste Frage kommt vom Kollegen Stefan Schmidt für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Vielen Dank. Meine Frage richtet sich an Herrn Harsch, vielleicht in Ergänzung Herr Luthe, weil es zum selben Themenkomplex geht. Ich bin wie viele andere Kolleginnen hier auch zusätzlich im Tourismusausschuss und gerade in Mecklenburg-Vorpommern haben Sie ja da auch Erfahrungen in der Branche mit digitalen Unterschriften für den Meldeschein in Hotels. Ich würde Sie um eine Einschätzung bitten zu den vorgeschlagenen Änderungen im Gesetzentwurf. Welche Vereinfachungen bringen die entsprechenden Vorschläge und reichen sie aus? Vielen Dank. Die Frage geht zunächst an Herrn Harsch und Sie müssten ein bisschen Zeit einpreisen dann für Herrn Luthe, damit er auch noch zu Wort kommt. Ja, vielen Dank, Herr Schmidt. Wir haben in Mecklenburg-Vorpommern über 30 Millionen Übernachtungen im Jahr. Die Tourismuswirtschaft ist ein entscheidender Faktor für die Gesamtregion, nicht nur aus dem Beherbergungsaspekt heraus, auch aus der Verknüpfung zu den anderen Wirtschaftszweigen. Wir finden es zum einen schwierig, überhaupt noch eine Argumentation zu finden, weshalb man dann einen Meldeschein eigentlich braucht. Ich will Ihnen das kurz darstellen. Wir haben zum Beispiel bei uns in Mecklenburg-Vorpommern aus unserem Innenministerium heraus die Bestätigung, dass man oder die Interpretation, dass man keine handschriftliche Unterzeichnung auf einem Stück Papier benötigt, um ihn als Träger von DNA, von Fingerabdrücken oder ähnlichen verwertbaren Sachen zu haben, sondern unser Innenministerium hat die Sachlage so beurteilt, dass sehr wohl die Unterschrift auf einem Pad ausreicht. Das wird auch inzwischen schon umgesetzt. Und das ist ein schönes Beispiel für Bürokratieabbau, wo man wirklich sagt, das wäre ein Zwischenweg für die Inländer von dieser Handschriftlichkeit, die jetzt in dem Entwurf drinsteht, bitte wegzugehen, weil die voraussetzt, dass tatsächlich ein Kugelschreiber oder was anderes in die Hand genommen wird und ein Stück Papier angefasst wird. Der jetzt vorgeschlagene Weg über die Authentifizierung, das ist einer, der sehr lobenswert ist, der aber natürlich mit Infrastruktur in den jeweiligen Hotels verknüpft ist. Der setzt voraus, dass auch in all diesen Betrieben diese technische Infrastruktur per Investition angeschafft wurde. Und insofern wäre unser Wunsch, Erleichterung ja, am besten für Inländer abschaffen und nach anderen Möglichkeiten suchen. Und bitte schön klären, wie Sie Interpretation einer handschriftlichen Authentifizierung auf diesem Pad möglich wäre. Insofern gebe ich das gerne noch mal weiter an Herrn Luthe. Herr Luthe, bitte sehr. Wir haben von den Sicherheitsbehörden gehört, dass die Unterschrift auf einem Pad nicht den sicherheitsrelevanten den Anforderungen genügt, egal wie man es ausgestaltet. Deswegen sind wir froh, dass wir auf ein Verfahren jetzt gekommen sind, das ohnehin im Hotel schon stattfindet. Es ist also nicht mal eine zusätzliche Unterschrift, weder Pad noch Papier zu leisten, sondern wir erlangen vom Gast ja so und so zur Autorisierung der Zahlung oder zur Durchführung der Zahlung schon die Kreditkarte heute im Hotel. Das ist derselbe Arbeitsprozess. Wir kriegen dann jetzt demnächst einen Fleck zurück. Es ist eine starke Kundenauthentifizierung Erfolg, also nicht nur Zahlung Erfolg, sondern auch eine starke Authentifizierung. Und dann ist für uns der Vorgang erledigt. Das ist für uns die jetzt günstigste, unter den gegebenen Voraussetzungen auch erreichbare Regelung, die wir bekommen können. Und wir würden ungern so hart zwischen In- und Ausländern unterscheiden müssen im Melderecht. Ein Wegfall der Inländer-Meldepflicht heißt ja, die erste Frage in einem deutschen Hotel ist, sind Sie Ausländer? Das möge man uns bitte ersparen. Und wir kommen zur nächsten Frage. Frau Poschmann für die SPD-Fraktion. Ja, vielen Dank. Ich hätte eine Frage an Herrn Kunz. Das geht in die gleiche Richtung. Wie schätzen Sie den Wegfall des Meldescheins an? Und was denken Sie, welche Möglichkeiten man in Zukunft vielleicht dadurch noch hätte? Zur Beantwortung Herr Kunz für den DTV. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, liebe Frau Poschmann, vielen Dank für die Frage. Das ist wirklich eine Frage, die sich in die Zukunft richtet. Wir finden es deswegen als Deutscher Tourismusverband auch wirklich optimal in diesem Gesetzentwurf der Bundesregierung, dass zunächst eine optionale Form gefunden wird und die Betriebe frei wählen können, ob sie in der Übergangszeit noch bei dem bisherigen papierhaften Verfahren bleiben oder ein digitales Verfahren anwenden. Da kommen wir gleich zu dem Thema digitales Verfahren. Es gibt in Deutschland derzeit im Hotelbereich sicherlich durch Mecklenburg-Vorpommern auch schon beeinflusst den Weg in das digitale Verfahren mit den Pads.
Aber es gibt in Deutschland gerade im Tourismus viele Kleinstbetriebe. Und ich spreche hier für die vielen Ferienwohnungen, für die Pensionen, für die Gastbetriebe, Ferienzimmer, Campingplätze, wo auch die Gäste, das wird oft vergessen in der öffentlichen Debatte, bei der Gästeankunft einen Meldeschein ausfüllen müssen. Und ich gehe davon aus, dass durch dieses Gesetz, wenn es denn beschlossen wird durch den Bundestag, Innovationen in Deutschland angestoßen werden, diesen Meldeschein, diese App sozusagen, die dafür dann am Ende des Tages notwendig sind, dann auch zu entwickeln, damit das Verfahren dann auch schlank und zeitsparend und umweltschonend, denn wir dürfen nicht vergessen, wir haben 500 Tonnen Papier ungefähr pro Jahr, die bei der Ankunft, bei der Gästeankunft ausgefüllt werden müssen. Nicht immer sind sie ja vorausgefüllt, sondern teilweise muss der Gast ja alles ausfüllen, was gesetzlich vorgegeben ist und dann am Ende noch die handschriftliche Unterschrift runtersetzen, dass das sozusagen am Ende kommt. Und es gibt einen weiteren Aspekt, wo ich Innovationskraft dort sehe. Wir haben in Deutschland ungefähr 350 Kurorte. Und die haben nicht nur, wenn man in einen Gastbetrieb kommt, den Meldeschein, über den wir jetzt hier heute reden. Ich habe es auch mal mitgebracht, sondern auf Seite 2 und auf Seite 3 dieser Vordrucke befinden sich dann die Anmeldung für die Kurtaxe. Das ist ein Durchschlag, in papierhafter Form ebenfalls. Und auf Seite 3 befindet sich dann das, was Gäste dann auch sehr mögen. Das ist die Gästecard, also kostenloser ÖPNV, freier Eintritt in Museen oder mäßigter Eintritt. Und die Innovation wird erst dann komplett, auch ich denke auch für die Hotels, die in diesen Kurorten sich befinden, wenn das Gesamtpaket, also Meldeschein, Gästecard und Kurtaxeanmeldung vom Papier verschwindet und digital wird. Und da sehe ich eine große Innovationskraft in diesem Vorhaben. Vielleicht noch eine Ergänzung. Ich sehe die Zahl im Regierungsentwurf mit 50 Millionen potenziellen Meldeschein doch sehr vorsichtig kalkuliert. Wir haben in Deutschland über 470 Millionen Übernachtungen. Und vom Statistischen Bundesamt errechnet ungefähr 185 Millionen Gästeankünfte pro Jahr. Eigentlich müssten ja pro Gästeankunft müsste ja eigentlich ein Meldeschein Pi mal Daumen ausgefüllt werden. Deswegen gehe ich davon aus, dass die Zahl der Entlastung, die sich ergibt, weit höher sein dürfte als im Regierungsentwurf angegeben. Ein weiterer Punkt ist aus meiner Sicht, dass wir natürlich gucken müssen, was der Kollege auch schon, Herr Haasch, ansprach, dass wir die Verfahren so gestalten, dass sie möglichst schlank und praktikabel sind. Ich habe das gestern mal durchgespielt und habe meinen Personalausweis mal auslesen lassen. Ich darf das ja selber mit meinem eigenen Personalausweis. Aber wenn Sie das als Gästeanbieter machen wollen, müssen Sie erst mal ein 10-seitiges Formular ausfüllen, übrigens nicht digital, und es ans Bundesverwaltungsamt schicken, um sich registrieren zu lassen. Auch das ein sehr interessantes Verfahren. Vielen Dank, Herr Kunz, auch dass Sie noch mal im Marketing auf den Mehrwert der entsprechenden Karte in den Kurorten hingewiesen haben. Wir kommen trotzdem zur nächsten Frage, und die stellt der Kollege Jens Köppen für die CDU-Fraktion. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an den Normkontrollrat. Herr Spengler, mich würde Ihre Sichtweise auf das BEG 3 interessieren. Was ist gelungen? Was sehen Sie kritisch? Und wo besteht vor allen Dingen noch dringender Handlungsbedarf? Und eine Frage auch in die Richtung, wie die Potenziale insbesondere der Digitalisierung in Ihrem Haus gesehen werden, was man da mithilfe der Digitalisierung noch wirklich verbessern kann bei den offenen Maßnahmen. Zur Beantwortung Herr Florian Spengler, und er vertritt den Nationalen Normenkontrollrat. Bitte sehr. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herr Köppen, mit beantworte ich gerne. Was ist gelungen? Wer den Jahresbericht, der vor ziemlich genau einem Jahr der Kanzlerin übergeben hat, gelesen hat, oder zumindest die Kernbotschaft gelesen hat, da stand drin, wann kommt das BEG 3 endlich? Das war Oktober 2018. So gesehen, was ist gelungen? Der Knoten ist zumindest durchschlagen worden. Das ist sozusagen das einerseits Positive, weil es hat wirklich sehr lange Anlaufzeit gehabt. Der Normkontrollrat hat sehr frühzeitig da ja auch versucht, mit den Verbänden und dem Dialog mit dem BMW da schon sozusagen Vorschläge zu sammeln. Und es hat seine Zeit gedauert. Was ist auch gelungen? Muss man ehrlicherweise sagen, die insgesamte Entlastungssumme von insgesamt ja ein bisschen mehr als 1,1 Milliarden jährlicher Erfüllungsaufwand, das ist mehr als die beiden ersten Bürokratieentlastungsgesetze zusammen gemacht haben. Also muss man auch sagen, und das ist, seitdem der Erfüllungsaufwand dargestellt wird, seit 2011,
das Gesetz mit der größten Entlastung, also ein Einzelgesetz mit der größten Entlastung. Was ist kritisch? Kritisch ist in dem Sinne zu sehen, dass natürlich man sich immer noch weitere Vorschläge sehen würde, wie auch andere Sachverständige hier schon gesagt haben, also sei es eben die geringwertigen Güter, die man von 800 auf 1000 hätte setzen können, die Aufbewahrung von steuerrechtlichen Unterlagen, die Aufbewahrungsfrist mit den 10 Jahren ist ja in dem Sinne auch ein Dauerbrenner seit 5, 6 Jahren, man hat da Anläufe unternommen und irgendwie sich aber doch nicht dazu durchringen können. Das ist sicher noch ein erhebliches Potenzial. Grundsätzlich, was auch noch positiv ist, wenn aber sozusagen nur in einer Ankündigungsform ist, diese Sache mit dem Basisregister. Das ist sozusagen etwas, was längerfristig auch im Hinblick auf Digitalisierung natürlich einiges erleichtern könnte, wenn man eben die Daten, die in den Verwaltungen vorhanden sind, so miteinander verknüpfen könnte, dass sie irgendwie verwendbar sind. Also dieses Thema Once Only. Warum? Das ist gar nicht nur für Unternehmen, es ist jeder Bürger. Man muss ständig immer wieder die gleichen Sachen sagen. Man muss seiner eigenen Kommune sagen, wer man ist, wo man wohnt, wie alt man ist und so weiter und so fort, obwohl all die Sachen ja da sind. Was eben fehlt, ist eben dieser Identifier, eine Unternehmensnummer, eine eindeutige, und dann die in den verschiedenen, zumindest anfangs angedacht, zumindest beim Basisregister, sozusagen in den verschiedenen großen Registern mit drin sind, dass zumindest solche Sachen wie Mitarbeiteranzahl, Rechtsform, Geschäftsführer und ähnliche Sachen, die in irgendwelchen Registern vorliegen, einfach zusammen sind und man dadurch viele Verwaltungsleistungen, das heißt aber auch Statistikabfragen sozusagen leichter machen könnte. Das ist in dem Sinne auch das erhebliche Potenzial der Digitalisierung, was durchaus gesehen wird. Eine kleine kritische Anmerkung muss ich noch machen, das hat der Rat auch in seiner Stellungnahme gemacht, ist dieses Thema, in welcher man, ich habe es am Anfang gesagt, man hat über ein Jahr noch gebraucht sozusagen, oder ein Jahr, nachdem der Rat damals schon ungeduldig war, aber die Befassung sozusagen mit dem Gesetzentwurf am Ende waren, glaube ich, 3 Tage. Das ist natürlich brutal. Man kann deswegen auch sagen, dass alles, was in dieser Ex-ante-Schätzung und in den Kostendarstellungen ist schwerlich rückkoppelbar gewesen mit den Betroffenen. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir kommen zur nächsten Frage und zum Kollegen Karl Hohlmeier für die CDU-CSU-Fraktion. Ja, vielen Dank. Ich hätte eine Frage an Herrn Dr. Haber. Herr Haber, bitte geben Sie eine allgemeine Einschätzung, wie die von Ihnen vertretenen Unternehmen, das sind ja die Handwerksbetriebe, durch das Bürokratieentlastungsgesetz 3 entlastet werden? Und zweitens, welche weiteren Maßnahmen hätten Sie gerne in diesem Gesetz drin? Zur Beantwortung, Herr Dr. Haber. Mikrofon habe ich an. Bitte schalten Sie mal das Mikrofon ein, Herr Dr. Haber. Sehr gut. Verzeihung. So funktioniert das. Bereits eingangs in der ersten Fragestellung auf das schon zum Teil geantwortet. Also wir von Seiten des deutschen Handwerks, wir stehen der ganzen Sache durchaus positiv gegenüber, aber wir würden uns natürlich weitere Erleichterungen wünschen. So zum Beispiel, ich habe schon angedeutet, also eben die Erhöhung der GWG auf 1.000 Euro mindestens. Sie würden also diese Poolabschreibung obsolet machen. Darüber hinaus meine ich, dass es sehr, sehr wichtig wäre, diese Auskunftspflicht von Seiten der Finanzbehörden einzufordern. Die Dokumentationspflichten bei Mindestlohn habe ich schon genannt. Und mir geht es darum, Rückverlegung der Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge auf den Folgemonat. Das ist ein Ärgernis, das muss man ganz klar sagen. Es belastet die Liquidität der Klein- und Mittelbetriebe enorm und gerade die Wirtschaftsgruppe Handwerk, die eben ständig mit einer gewissen Liquiditätsschwäche zu kämpfen hat. Und es ist bekannt auch, dass im Handwerk die Zahlungsziele sehr, sehr lang sind, gerade wenn man an den Bau denkt. Da meine ich, da wäre doch es wert, darüber nachzudenken. Ja, das Thema der amtlichen Statistiken ist bereits angesprochen worden. Ich glaube, dass wir sollten da uns darauf konzentrieren, dass wir die Chancen der Digitalisierung, dass wir die nutzen und eben diese Doppelerhebungen, dass wir uns die versuchen, in der Zukunft zu sparen. Das Modell der Zukunft unseres Erachtens wäre eine zentrale amtliche Datenstelle, von der aus dann im Idealfall automatisiert an die
einziehenden Behörden beziehungsweise auch an die Körperschaften die entsprechenden Informationen weitergegeben werden. Und ja, eines zur Entlastung, die Frage will ich nicht schuldig bleiben, ich habe noch ein bisschen Zeit. Es ist eine gewisse Entlastung für unsere Betriebe zu erwarten. Dafür sind wir auch dankbar. Aber es ist auch heute schon zur Sprache gekommen. Bitte, wenn wir vielleicht uns mal den Gedanken, der in Europa seit dem Small Business Act im Jahre 2008, soweit ich mich recht erinnere, das erste Mal angedacht wurde, das Think Small First, und das trifft halt unsere Betriebe mit einem Mittel von 7 Arbeitnehmern, würde das erheblich helfen, wenn man darüber nachdenken würde, ob man gewisse Schwellenwerte, wenn die unterschritten werden, ob man dann bürokratische Erleichterungen gehen könnte. Danke. Vielen Dank, Herr Dr. Haber. Und wir kommen zur nächsten Frage von der Kollegin Sabine Poschmann, SPD-Fraktion. Ich hätte einmal die Frage an Herrn Dr. Haber, was Sie zum Thema Erhöhung der Kleinunternehmergrenze sagen, weil mir bekannt ist, dass viele Handwerker, Kosmetik, Friseure sagen, lieber abschaffen als erhöhen. Ja, die machen uns das Geschäft kaputt. Und auf der anderen Seite an Herrn Spengler, die One-In-One-Out-Regelung hat auf nationaler Ebene ja was gebracht. Deshalb ist die Frage, wie realistisch sehen Sie das auf europäischer Ebene, dass wir das auch hinbekommen? Danke. Die Frage geht gleich noch mal an Sie, Herr Dr. Haber, bitte sehr. Ja, werte Frau Poschmann, herzlichen Dank für diese Frage. Das ist ein wichtiger Punkt für uns im Handwerk und Sie haben es deutlich angesprochen. Diese einseitige Anhebung der Kleinunternehmergrenze, die lehnen wir nachdrücklich ab vom Handwerk. Ich gehe davon aus, dass ich hier da am Tisch so ziemlich alleine bin, was dieses Thema angeht. Aber jetzt schon ist in manchen Handwerksbranchen sind massive Wettbewerbsverzerrungen, und die haben Sie gerade angesprochen, zwischen Solo-Selbstständigen und den regelbesteuerten Betrieben zu verzeichnen. Vor allem in den Branchen, in denen der Wert des Materials in Form einer Leistungsbeistellung, nennen es wir mal, also Einkauf des Materials durch den Kunden aus dem Umsatz herausgelöst werden kann. Zum Beispiel ist dies auch in der Baubranche der Fall, gibt es deutliche Tendenzen zur Bildung von den Mikrounternehmen, zwecks Umgehung von Steuern und Sozialabgaben, die insbesondere sozialpolitisch nicht vertretbar sind. Also derartige Zusammenschlüsse auch von Solo-Selbstständigen zu Arbeitsgruppen und zu Bietergemeinschaften führt zu erheblichen Verzerrungen am Arbeitsmarkt. Und ich meine, uns wäre es recht, wenn man diese 17.500 nicht anhebt. Und Sie haben gesagt, ich glaube, es wäre auch niemand traurig, wenn es abgeschafft werden würde. Da lehnen wir jetzt ziemlich weit aus dem Fenster, das weiß ich. Die gleiche Frage ging auch an Herrn Spengler. Bitte sehr. Dankeschön. Sie hatten mich gefragt, speziell, glaube ich, zur One-In-One-Out-Regel auf EU-Ebene, genau. Die Bundesregierung hat Anregung des NKRs damals One-In-One-Out für Deutschland eingeführt. Kann man sagen, das hat am Anfang der Bundesregierung, glaube ich, den einzelnen Häusern auch keinen Spaß gemacht, weil man natürlich sozusagen sich ein Buchhaltungs-Limitierungs-Begrenzungsmechanismus eingeführt hat. Bisher war das auf Kommissionsseite genau das Gleiche. Also die Begeisterung, Abbauziele oder One-In, One-Out auf Kommissionsebene einzuführen, war nicht da. Deswegen haben wir es als sehr positiv wahrgenommen, dass eben die neue Kommissionspräsidentin das angekündigt hat. Die Umsetzung kann, glaube ich, relativ leicht gelingen. Man hat diese Impact Assessment, also Gesetzesfolgenabschätzung auf EU-Ebene auch schon. Man hat sozusagen eine Kostendarstellung. Man muss sich sozusagen natürlich Gedanken machen, wie das genaue Regime ist. Aber wir sind da sehr zuversichtlich, dass das eigentlich mehr technische Fragen sind, die leicht zu klären sind. Und es eher darum geht, dass man sozusagen die Angst
Vorbehalte oder die Vorbehalte da sozusagen der Kommissionsbeamten sozusagen primär dann auch ausräumt, dass das eben nicht ein Regime ist, die Handlungsfähigkeit der einzelnen Kommissariate einzuschränken, sondern es darum geht, dass man eben sich selber ein Bewusstseinsmechanismus schafft. Man macht Kosten und man ist aber gleichzeitig auch verpflichtet, sozusagen zu gucken, wo kann man auf anderer Seite Vereinfachung schaffen, die eben diese Kosten wieder ausgleichen. Vielen Dank. Danke. Weiter geht es mit einer Frage von Dr. Heiko Hessenkämper für die AfD-Fraktion. Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, eine ganz kurze Vorbemerkung. Der Kampf gegen die Bürokratie ist wie der Kampf gegen die Hydra. Sie schlagen einen Kopf ab und 10 andere wachsen nach. Und die Ursache für dieses Nachwachsen liegt letztendlich in der Ministerbürokratie, in der Politik. Das wird teilweise kafkaresk, wenn Sie in die letzte Woche zurückgehen, wo wir ein Strukturstärkungsgesetz diskutiert haben und alle Kommunalvertreter gesagt haben, die Milliarden aus Berlin sind schön, sie helfen uns aber nicht, weil wir nicht genügend Verwaltungsleute haben, überhaupt in die Antragsverfahren hereingehen zu können. So, und deshalb vielleicht die Frage daraus, das hat auch ganz andere Aspekte. Unfreiwillig bin ich jetzt etwas intensiver die letzten anderthalb Jahre mit dem Gesundheitswesen zusammen gewesen. Da sagen Ihnen alle Beteiligten, Therapeuten und so weiter, 30% Ihrer Arbeitszeit gehen drauf für Dokumentationspflichten, die Ihnen zwingend vorgegeben sind. Also die Frage ist, wenn wir an die Ursachen dieser Hydra herangehen, ich würde das an Sie richten, Frau Dr. Böning, welche Vorschläge hat man denn, um letztendlich diese Ministerbürokratie, die Politik in die Haftung zu bringen? Beziehungsweise konkret, Sie schreiben in Ihrem Gutachten, das Ziel muss sein, bessere Regulierung bei gleichzeitigem Erhalt von Rechten zu schaffen. Was meinen Sie mit besseren Regulierungen? Vielen Dank. Zur Beantwortung Frau Dr. Böning. Ja, vielen Dank. Ich denke, ich würde mich gerne an der Stelle auf das beschränken, was der Gesetzentwurf hergibt und vielleicht hier Verbesserungsvorschläge zu formulieren. Wir haben ja mit einem Entwurf zu tun, der die Überschrift trägt, Abbau von Bürokratie. Es soll also für Arbeitgeber in erster Linie, aber natürlich auch für Beschäftigte weniger Aufwand, leichtere Wege und sicherlich auch für die Ärzte das eine oder andere weniger an Aufwand geben. Und wenn man sich das jetzt so anguckt, ich komme zurück zu meiner Geschichte mit dieser besagten Arbeitnehmerin, und dann beantworte ich damit auch Ihre Frage oder im Anschluss Ihrer Frage, und zwar: Diese Arbeitnehmerin, wenn man sie gut beraten wollen würde, müsste man ihr im Grunde sagen, pass mal auf, schick den gelben Schein, den du ja vom Arzt nur als Beleg, dass du bei ihm warst, bekommen hast, schick den lieber trotzdem hinterher. Erstens kannst du dich auf das System nicht verlassen, was da implementiert wurde. Und zweitens räumt die Bundesregierung in ihrem Entwurf dir sogar eine ausdrückliche Nachweispflicht ein, verlangt also von dir, in Zweifel hast du dafür gerade zu stehen, wenn da was schiefgelaufen ist und wenn du so naiv bist, dass du geglaubt hast, du warst beim Arzt und hast alles Erforderliche getan und kannst dich in Ruhe genesen, dann liegst du falsch. Von daher ist es nicht ein weniger, sondern ein mehr an Bürokratie. An diesem Beispiel sieht man, hätte man dieses Verfahren, das ist ja ein sehr wichtiges Verfahren, das kann ein sehr gutes Verfahren sein, sorgfältig vorbereitet, sich länger Zeit genommen, dafür sich erstmal diese erste Strecke anzugucken und dann zu schauen, funktioniert das bundesweit, funktioniert das lückenfrei, funktioniert das reibungslos? Kann man es wagen, damit die Beschäftigungsverhältnisse sozusagen zu betrauen, beziehungsweise das dort einzuführen, wo es um die Rechte der Arbeitnehmer geht? Und bleibt das Risiko, dass irgendwas schief geht, jedenfalls nicht bei dem Arbeitnehmer oder nicht bei der Arbeitnehmerin, dann hätte man möglicherweise ein ziemlich vernünftiges Mittel zum Abbau von bürokratischen Hürden den Leuten an die Hand gelegt. Ansonsten müssen wir unseren 5,6 Millionen Mitgliedern sagen, ihr seid gut beraten, wenn ihr euch nicht darauf verlässt, dass dieses System funktioniert und jeder Einzelne nach wie vor seinen gelben Schein hinterher schickt. Und ich glaube nicht, dass es im Sinne des Erfinders ist. Und ich glaube auch nicht, dass es das ist, was den Arbeitgebern vorschwebt, die sich sehr intensiv für dieses Thema eingesetzt haben und die jetzt in ihrer Stellungnahme, das ist sehr überraschend für uns, oder nicht sehr überraschend, sondern sehr erfreulich, genauso wie wir sagen, Vorsicht, Vorsicht, nicht so schnell, nicht so hektisch, nicht so undurchdacht. Vielen Dank. Wir kommen zur nächsten Frage. Die stellt der Kollege Sebastian Brehm für die CDU-CSU-Fraktion.
Meine Frage richtet sich an Herrn Dr. Georg Haber von der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz. Wir haben ja zur Kleinunternehmergrenze, haben Sie ja schon ausführlich beschrieben. Wir haben aber auch noch die Frage zeitliche Befristung, Abschaffung, Verpflichtung der monatlichen Abgabe der Umsatzsteuervoranmeldung. Da ist ja immer die Frage im Handwerk, so wie ich die Erfahrungen habe, dass das immer eine Liquiditätsfrage ist. Und wenn man das jetzt auf 3 Monate verschieben würde, sozusagen, dass dann erst recht Probleme entstehen, die Umsatzsteuer zu bezahlen oder das Verständnis für die Umsatzsteuer im Handwerk zu erhöhen. Da wäre noch mal eine Stellungnahme von mir notwendig. Wahrscheinlich wär, oder von Ihnen notwendig. Wahrscheinlich wäre es besser, die Ist-Besteuerungsgrenze anzuheben insgesamt, anstatt vielleicht die Voranmeldungen zu streichen. Und die zweite Frage auch an Sie. Ist die Erstellung von verbindlichen Auskünften bei den Finanzbehörden, die ja auch da drin ist, dass sozusagen erhebliche Steuertatbestände auch verbindlich geklärt werden müssen. Wäre da nicht noch sinnvoll, dass man da eine zeitliche Begrenzung mit hineintut, bis wann solche Verpflichtungen der Finanzbehörden gemacht werden sollten? Danke sehr. Herr Dr. Haber. Ja, herzlichen Dank, Herr Brehm, für die Frage. Also zur Erhöhung der Ist-Besteuerung, Sie haben mir quasi schon die Antwort vorweggenommen. Ja, muss ich sagen, natürlich würden wir uns das wünschen. Und die verbindliche Auskunft der Finanzbehörden, ich mag es wirklich jetzt in dem Fall kurz, das ist eine Forderung von unserer Seite, die wir uns wünschen würden, weil wir eben meinen, dass in der Vielzahl der Gesetze, die momentan auf uns zukommen, dass wir mehr und mehr auf Auskunftspflichten von Seiten des Finanzamts angewiesen sind. Nur, ich habe es mit einer kleinen Einschränkung versehen, es ist auch so, dass jede Anfrage natürlich kostenpflichtig ist. Wenn sie dann abgelehnt wird, wird es dazu führen, dass eben kleinere Betriebe sich dahingehend oder von diesem Mittel nicht Gebrauch machen würden oder dieses Mittel nicht nutzen würden. Daher sagen wir unsere Forderung, Auskunftspflicht ja, aber wenn es ein negativer Bescheid ist, ich weiß, ob sowas überhaupt rechtlich ist, kann ich jetzt nicht werten, aber wenn, dann bitte mit Gebühren versehen. Und die Umsatzsteuervoranmeldung? Die vierteljährliche? Herr Brehm hatte noch mal eine Nachfrage. Entschuldigung. Ja, bitte. Die Umsatzsteuervoranmeldung, die vierteljährliche statt die monatliche Abgabe, wird es von Ihnen befürwortet oder ist es? Wird befürwortet, wird auch schon genutzt, ja, die vierteljährliche Anmeldung. Ja, also da haben wir ja gesagt, 500.000, glaube ich, ist das momentan der Jahresumsatz. Oder bringe ich da was durcheinander? Bisher war es ja bei den Existenzgründern so, dass die monatlich erst mal abgeben müssen und das soll jetzt richtig geändert werden. Ist das eine das gibt ja eine also Problematik oder ist das für Sie keine Problematik? Weil ich glaube, die Finanzverwaltung sieht es anders, weil natürlich in den ersten Monaten auch Liquidität erstmal verloren geht, wenn die nicht direkt ans Finanzamt abgeführt wird. Ich lasse das nochmal als Präzisierung der zweiten Frage zu. Ja. Muss ganz ehrlich sagen, kann ich kein Urteil dazu abgeben, bin ich zu wenig drin in dem Thema. Gut, dann müssten wir das auf eine nächste Runde verschieben. Und die nächste Frage kommt von Herrn Kollegen Huben für die FDP-Fraktion. Ja, ich möchte noch mal Herrn Nitschke fragen. Herr Nitschke, sehen Sie durch starke Bürokratieanforderungen an Unternehmen nicht auch eine gewisse Wettbewerbsverzerrung zwischen Konzernen einerseits und dem Mittelstand? Und damit in diesem Zusammenhang die Frage gestellt, wie geht denn der Mittelstand in der Praxis damit um, wenn er eine Vielzahl von bürokratischen Anforderungen bekommt, sie aber im Grunde nicht über eine eigene Abteilung abarbeiten kann. Wie verhält man sich da in der Praxis? Vielen Dank für die Frage. Herr Nitschke, bitte zur Beantwortung. Okay. Im Prinzip muss man wie immer im Leben Prioritäten setzen. Die Prioritäten gehen bei neuen Auflagen immer davon aus, was schadet am meisten. Das sind dann die Sanktionsbewährungen. Also man fängt eigentlich an, die mit Strafrecht hinterlegten Dinge zuerst zu machen und die im Ordnungswidrigkeitengesetz als zweites. Und damit übersieht so mancher Unternehmer, dass Ordnungswidrigkeiten mittlerweile auch sehr hohe Beträge haben können. Also es ist eigentlich eine Priorisierung, die dran kommt.
Im Grunde ist es so, dass eine bürokratische Pflicht möglichst schnell immer automatisiert werden soll und damit dann praktikabel ist. Das heißt, je größer ein Unternehmen ist, desto größer die IT-Abteilung, desto schneller der Prozess der Digitalisierung. Somit haben also die Konzerne bestimmt mehr Manpower dort, um etwas schnell umzusetzen als ein kleiner Betrieb. Wenn man jetzt schaut, wie hinter das, dann muss man natürlich immer auf einen relevanten Markt abzielen. Und da ist es nun mal so, zahlt es der Kunde im Endeffekt? Eindeutig nein bei Bürokratie. Der Kunde zahlt gar nichts. Wo merkt man das? Immer dann, wenn man im Exportgeschäft tätig ist und andere Länder diese Pflichten nicht haben. Im Inland wiederum hat man wieder Chancen, hat man wieder Waffengleichheit, weil ja dann alle mit zusammengebundenen Schnürsenkeln laufen müssen. Da macht es also dann relativ wenig aus. Also wir schwächen eigentlich die Wettbewerbsfähigkeit im Exportgeschäft, vor allem mit bürokratischem Aufwand. Aber lassen Sie mich vielleicht noch ein Wort zu dieser Digitalisierung sagen. Digitalisierung ist der Königsweg, als einer der Königswege. Denn alles das, was ich automatisieren kann, ist ja keine tägliche Belastung. Und insofern teile ich auch nicht die hier geäußerte Meinung, dass ein Mitarbeiter entlassen wird, wenn die AU-Bescheinigung nicht morgens da ist. Die Mitarbeiter, die bei mittelständischen Unternehmen arbeiten, die rufen sowieso vorher an, sagen ihrem Kollegen oder Vorgesetzten, dass er heute nicht kommt und dass er was hat. Würde dann im Laufe später festgestellt werden, dass eine elektronische Bescheinigung nicht da wäre, kann man hier immer noch nachfordern. Also wir suchen eher Fachkräfte, als dass wir uns freuen, einen Vorwand zu haben, um jemanden rauswerfen zu können. Also das verteilt etwas die Relation. Genauso bei dem GWG, solange die Bundesrepublik Deutschland zu Negativzinsen Gelder aufnehmen kann, macht es doch gar keinen Sinn, Abschreibungen auf die Folgejahre zu verteilen, die man in einem Jahr schon verkraften könnte. Denn eine GWG-Abschreibung ist doch im Prinzip nichts anderes als die Abschreibung in einem Jahr, die ich sonst über die Jahre durch Aktivierung verteilen muss. Also je schneller ich die Last weg habe in der Bilanz, desto größer ist der Ertrag in der Zukunft. Und bei negativen Zinsen müssten Sie die GWG-Grenzen in astronomische Höhe setzen, wenn Sie das ökonomisch sehen würden. Und lassen Sie mich noch einen dritten Aspekt reinbringen, die Pauschalierungen. Gerade wenn man im Vergleich im Ausland aktiv ist und man sieht, wie bei uns Reisekostenabrechnungen gemacht werden, da muss der Mitarbeiter also seine Belege vom Parkhaus und von dem öffentlichen Nahverkehr alle schön zusammensammeln und die nächsten Lohnsteuerprüfungen muss ich die alle anschauen, ob die stimmen. In der Schweiz hat man eine pauschale, steuerfreie Monat, ein paar 20, 30 Franken. Da sind dann diese ganzen Kleinigkeiten immer mit erledigt, die werden dann gar nicht eingereicht. Und damit verzichtet man nachher auf 20, 30 Franken Steuer, zu versteuerndes Einkommen, aber hat dafür jede Menge Belege und Sachen nicht mehr, die auch dann nicht mehr geprüft werden müssen. Da sehe ich auch noch Riesenpotenzial, was zu machen. Vielen Dank, Herr Nitschke. Und damit kommen wir zur nächsten Frage vom Kollegen Thomas Lutze für die Fraktion Die Linke. Ja, vielen Dank. Meine zweite Frage geht nochmal an Frau Dr. Martha Böning vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sollen nach dem vorliegenden Regierungsentwurf gleichzeitig zur digitalen Meldung der Arbeitsunfähigkeit den bekannten gelben Schein vom Arzt ausgehändigt bekommen und werden sogar ausdrücklich verpflichtet, damit ihre Arbeitsunfähigkeit nachzuweisen. Der Gesetzgeber möchte damit auf eventuelle Störfälle reagieren. Meine Frage wäre jetzt, welche arbeitsrechtlichen Konsequenzen sind aus Ihrer Sicht zu erwarten, wenn die Meldung der Arbeitsunfähigkeit ohne Verschulden des Arbeitnehmers bzw. der Arbeitnehmerin für den Arbeitgeber nicht abrufbar ist? Bitte sehr, Frau Dr. Böning. Ja, herzlichen Dank für die Frage. Das ist ja genau der Punkt. Natürlich ist das so, wie der Vorredner gerade gesagt hat, viele Unternehmen handeln kulant aus Eigeninteresse oder auch aus anderen Gründen. Nichtsdestotrotz ist das rechtlich so, wenn ich unentschuldigt von meinem Arbeitsplatz fernbleibe, dann ist das eine Pflichtverletzung und ich kann für diese Pflichtverletzung belangt werden. Und ich kann mit einer Abmahnung belangt werden und ich kann mit einer Kündigung belangt werden, vor allem dann, wenn ich bereits abgemahnt wurde für ein ähnliches Verhalten. Und so wie in dem von mir geschilderten Beispiel der Arbeitnehmerin, die davon ausgeht, alles ist richtig und gut gelaufen und sie hat ihre Pflicht erfüllt, stellt sich das auf der Arbeitgeberseite anders dar. Und wenn die Beschäftigte nicht erreichbar ist während ihrer Erkrankung, wozu sie auch nicht verpflichtet ist, dann haben wir über Wochen eine ungeklärte Rechtslage. Und der Arbeitgeber kann, wenn sie die besagte Frau Böning ohnehin loswerden wollte, den Anlass dafür nutzen, ein Kündigungsschreiben rauszuschicken. Gegen eine Kündigung, egal ob berechtigt oder unberechtigt ausgesprochen, muss ich mich als Arbeitnehmerin innerhalb von 4 Wochen zur Wehr setzen. Tue ich das nicht, dann bin ich nach § 4 Satz 1 Kündigungsschutzgesetz nach 3 Wochen raus. Ganz egal, ob der Anlass dafür berechtigt war oder nach
oder nicht. So sieht es rechtlich aus. Ihre Frage war aber auch, was ist mit der Nachweispflicht, die es nun mal der Regierungsentwurf im Gegensatz zu dem Referentenentwurf enthält. Das hat auch uns sehr gewundert, was das eigentlich soll, denn ich werde einerseits von einer Verpflichtung zur Vorlage des gelben Scheins befreit. Und gleich hinterher kommt aber der Satz, Arbeitnehmer oder diejenigen Beschäftigten, um die es in dem Satz 1 geht, also die Befreiten von der Vorlagepflicht, sind gegenüber ihren Arbeitgebern zu Nachweis ihrer Arbeitsunfähigkeit verpflichtet. Und das kann man unterschiedlich oder es wird unterschiedlich gelesen, wenn ich das richtig verstanden habe bislang. Für unsere Prozessvertreterinnen und Vertreter stellt sich das so dar, dass man den Leuten vorsichtshalber dazu redet, weil das bedeutet im Grunde, sorge ich nicht dafür, dass mein Arbeitgeber ordnungsgemäß informiert ist, dann habe ich eine Pflichtverletzung. Und wieder die Möglichkeiten, jetzt nicht aufgrund meines unentschuldigten Fehlens, sondern noch zusätzlich aufgrund einer Verletzung einer mir gesetzlich anberaumten Pflicht. Konsequenz kann wieder sein, Abmahnung und so weiter. Von daher ist dieser Halbsatz, den wir in Absatz 1a Satz 2 des Entwurfs finden, zumindest missverständlich und widersprüchlich. Und wenn er so nicht gemeint ist, wir von uns gelesen wird, dann soll er bitte gestrichen werden, weil er nur für Verwirrung sorgt. Weil ich möchte als Beschäftigter die Sicherheit haben, dass ich mich auf ein System verlassen kann. Ich gehe zum Arzt, ich tue meine Pflicht, ich bekomme eine Abschrift. Diese Abschrift brauche ich nach wie vor, denn wenn mein Arbeitgeber aus welchen Gründen auch immer die Entgeltfortzahlung nicht leistet, dann bin ich verpflichtet, einen Urkundenbeweis im Gerichtsverfahren, Entschuldigung, zu führen. Und diesen Urkundenbeweis kann ich nur mit einem Original führen, den mir der Arzt ausgestellt hat. Von daher brauche ich das als Arbeitnehmerin, als Arbeitnehmer so oder so. Aber bitte nur für diesen Zweck. Und es kann nicht sein, dass ich mir in Erkrankung Sorgen darüber machen muss, ob mein Arbeitgeber ordnungsgemäß informiert ist oder nicht und welche Pflichten noch für mich aus diesem Zustand weiter entwachsen. Danke. Vielen Dank, Frau Dr. Böning. Die nächste Frage vom Kollegen Bernhard Loos für die CDU-CSU-Fraktion. Ich wende mich wieder mal an die Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz, Dr. Haber. Wie gesagt, als Unternehmer macht man sich natürlich da so Gedanken, insbesondere wenn man Mittelständler ist. Wenn man jetzt mal das Bürokratieentlastungsgesetz 3 mal so insgesamt betrachtet, was würden Sie denn sagen, welche Maßnahmen denn dem kleinen und mittelständischen Unternehmen am meisten jetzt dabei helfen oder wodurch profitiert es eben am meisten? Und in diesem Zusammenhang, welche der Maßnahmen wird aus Ihrer Sicht also eine besonders große Hilfe der kleinen und mittelständischen Unternehmen sein? Herr Dr. Haber, bitte sehr. Ja, Herr Loos, herzlichen Dank für die Frage an meine Person. Also was uns besonders auf den Nägeln brennt, Herr Loos, um das ganz klar noch einmal zu sagen, ist, dass Sie bitte diese Kleinunternehmergrenze nicht von 17.500 auf 22.000, dass Sie da noch einmal überlegen, ob man das nicht beibehalten könnte. Das wird bei uns, und da weiß ich selbst darüber zu sprechen, ich bin im Bereich der Denkmalpflege, im Bereich der Restaurierung unterwegs und habe eben als ordentlicher Betrieb mit 40 Mitarbeitern damit zu kämpfen, dass ich bei Wettbewerben häufig mit einer Ansammlung von Soloselbstständigen, ich nenne es an dieser Stelle auch manchmal Selbstausbeutern, unterwegs zu sein. Das heißt, da schafft man natürlich für derartige Geschäftsmodelle, sage ich mal, leistet man da einen Vorschub. Also bitte überlegen Sie das nochmals. Ansonsten muss ich sagen, das mit den, Frau Dr. Böning, das mit den Meldepflichten, ich wusste das natürlich nicht mit dem Telematikverfahren, da sind Sie wesentlich besser in diesen Bereichen bewandert. Aber ich sage Ihnen, wie es bei mir im Betrieb funktioniert. Ich habe das begrüßt, muss ich sagen, und ich sage, in einer Übergangszeit würde ich zum Beispiel als Arbeitgeber mir wünschen, dass der Mitarbeiter, so wie er es jetzt auch schon macht, dass er das Ganze vor sein Handy hinlegt, den gelben Schein, den fotografiert er und schickt er mir zu, indem er mir bereits, bevor er zum Arzt geht, meine Mitarbeiter in einem 40-Mann-Betrieb, ist es einfach so, dass man
dass die Mitarbeiter wissen, man braucht dich, man hat nicht unbedingt einen Ersatz für dich. Und die bereits vor Arbeitsbeginn werde ich informiert, dass meine Mitarbeiter oder der entsprechende Mitarbeiter an dem Tag oder in dieser Woche krank ist. Und sobald ihm der gelbe Schein vorliegt, wird er mir persönlich übrigens, wird er mir dieses Foto zuschicken. Und das ist für mich, dem ist dann Genüge getan. Ich weiß, dass das in größeren Unternehmen natürlich andere Gesetzmäßigkeiten hat. Also ich habe persönlich das begrüßt, das muss ich ganz klar sagen. Ja, und die anderen Geschichten, ja, ich weiß, also viel Mut wurde mir gerade nicht gemacht mit der Anhebung der GWG auf 1.000 Euro, aber vielleicht kann man sich ja da nochmals verständigen drauf, weil ich glaube, finanziell müsste das allemal drin sein. Noch dazu, wenn man überlegt, dass es ja nicht unbedingt ein Gewinn ist durch die Poolabschreibung von 800 auf 1.000 Euro, sondern das würde zu einer wirklichen bürokratischen Entlastung führen. Ja, und ansonsten Dokumentation vom Mindestlohn. Ich weiß, das ist ein heikles Thema. Wenn ich dann in die Einzeldiskussion einsteige mit Gegnern dieser Maßnahme, dann kann ich meistens schon erreichen, dass man ein gewisses Verständnis für den Kleinunternehmer dahingehend hat. Vielen Dank, Herr Dr. Haber. Damit haben Sie auch gleichzeitig noch mal auf die im Arbeitsgerichtsprozess zulässigen Beweismittel hingewiesen. Auch das haben die Abgeordneten hier vernommen heute und werden das sicherlich noch einmal bewerten. Die nächste Frage kommt vom Kollegen Stefan Schmidt für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Vielen Dank. Meine Frage richtet sich an Herrn Harsch. Sie sind ja Geschäftsführer bei der Industrie- und Handelskammer Neubrandenburg, kennen die konkreten Probleme vor Ort, insbesondere in so ja, stark ländlich geprägten Regionen mit sehr kleinteiliger Wirtschaftsstruktur. Gerade vor diesem Hintergrund und ausgehend davon möchte ich Sie fragen, wie Sie da den Gesetzentwurf bewerten, insbesondere zu dem Thema AU-Bescheinigung wurde ja ansatzweise schon gesprochen, aber gerade nochmal aus Ihrer Perspektive würde es mich interessieren und zur gesetzlichen Mitteilungspflicht nach dem amtlich vorgeschriebenen Datensatz. Zur Beantwortung, Herr Harsch von der IHK Brandenburg, bitte sehr. Neubrandenburg. So viel Zeit. Nochmal fürs Protokoll, IHK Neubrandenburg. Ja, vielen Dank, Herr Schmidt. Ich will wirklich noch mal kurz eingehen auf die Thematik, die jetzt in der Diskussion doch größeren Raum einnimmt, nämlich die Existenzgründer, die jungen Unternehmer, die Start-ups, die ihren Weg in die Selbstständigkeit gehen. Die werden jetzt von ihrem freundlichen Finanzamt mit einem netten Fragebogen konfrontiert, haben dazu eine noch nettere Ausfüllhilfe. Und es wird erwartet, dass künftig über Elster alle sämtlichen anderen Auskünfte weitergeleitet werden. Das kommt mir manchmal ein wenig weltfremd vor. Ich sehe diese Existenzgründer bei mir in der Beratung, sehe die funkelnden Augen, sehe die Ideen dahinter, die wollen was machen. Und dann kriegen sie als allererstes die Bürokratie mit voller Macht zu spüren. Das spielt ebenso ein großes Thema beim Thema der Unternehmensnachfolge. Wir haben alleine bei uns in der Region über 5.000 Unternehmen, die nächsten Jahre einen Nachfolger suchen, wo also Existenzen jetzt auch auf dem Plan stehen. Und ich denke, wir müssen uns im ländlichen Raum da keine Illusionen hingeben. Ich hatte auf dem Weg hierher aus meiner Region nach Berlin so gefühlte 5 Anrufe, die unterbrochen wurden, weil schlicht und ergreifend das Telefon nicht mehr funktionierte. Und Sie müssen es sich vorstellen, der Kammerbezirk, den ich vertrete, ist mehr als doppelt so groß wie das Saarland. Der größte Landkreis ist schon doppelt so groß wie Saarland, auch der ist bei uns etabliert. Wir müssen einfach versuchen, auch durch die Vorschriften alle Leute, alle Regionen mitzunehmen und bitte eine intensive Unterstützung an die Leute richten, die sich wirklich mit dem Thema unternehmerische Selbstständigkeit beschäftigen. Das ist das, wo wir alle gefordert sind, wo wir viele Imagekampagnen hören, die öffentliche Verwaltung, die Bundeswehr, alle sind unterwegs und suchen nach Fachkräften. Aber wir brauchen in der Wirtschaft Leute, die sich mit den Ideen, mit unternehmerischer Selbstständigkeit selber befassen. Das ist der Punkt, der uns in der Region natürlich noch näher umfasst. Außerdem sind wir ein Grenzgebiet zu Polen. Über A1 könnte ich auch ein armfüllendes Programm schildern. Das wollen Sie nicht hören, das kennen Sie alles. Das kommt aus Brüssel, aber auch da nochmal mein dringender Appell, da muss
unbedingt etwas passieren. Wir haben aber, glaube ich, die große Chance, mit dem Bürokratieentlastungsgesetz die richtigen Zeichen zu setzen. Und insofern nicht nur in die Metropolen gucken, sondern wirklich in den ländlichen Raum gucken. Der ländliche Raum wird in den künftigen Jahrzehnten noch mehr an Bedeutung zunehmen. Und jetzt die Grundlagen dafür zu legen, dass auch dort noch unternehmerische Selbstständigkeit möglich ist, setzt voraus, dass die Infrastruktur da ist. Also wir brauchen überall Übergangsklauseln, wo es darauf ankommt, künftig nur noch digitalisiert Informationspflichten zu geben. Und ich möchte nochmal auf mein Eingangsstatement zurückkommen bei der ersten Frage. Wir müssen sicherstellen, dass es wirklich um die Bürokratieentlastung der Unternehmer geht, nicht um die Prozessoptimierung in den Verwaltungen. Das ist ein Punkt, der auch mit den Finanzbehörden deutlich zu tun hat, der auch jetzt voraussetzt, dass Unternehmer ihre Anmeldungen automatisch vornehmen. Früher wurden sie dazu aufgefordert. Vielen Dank, Herr Haasch. Und die nächste Frage wiederum Kollegin Sabine Poschmann, SPD-Fraktion. Vielen Dank. Meine Frage richtet sich an Frau Dr. Behlendt. Man hat bei manchen Zusatzforderungen, die wir zum BEG 3 haben, so das Gefühl, dass die Wirtschaftspolitik überwiegend aus Finanzpolitik besteht. Deshalb ist die Frage, ob man das nicht auch noch mal den Fokus auf andere Bereiche legen muss. Das heißt, müssen wir nicht mehr, so wie es gerade schon angesprochen war, im Bereich Infrastruktur tun? Das heißt, wenn wir Strukturwandel wollen und wenn wir auch Wohnungsbau etc. wohnen, müssen wir dann nicht unsere Verfahren beschleunigen, die Bund-Länder-Geschichten auch noch mal, so wie wir es ja jetzt auch gemacht haben, beim Thema Statistik, vielleicht besser miteinander vereinen, anstatt wie es jetzt so ein bisschen einem vorkommt, 16 Länder regieren nebeneinander her und stellen halt zusätzliche Anforderungen, ob man nicht diesen Prozess eventuell aufnehmen muss und auch andere Ministerien noch mal auffordern muss, auch ihren Beitrag zu leisten. Danke. Frau Dr. Behlendt, bitte sehr. Ja, vielen Dank für die Frage. Das ist ein wichtiges Thema, was Sie ansprechen, Frau Poschmann. Bei der Infrastruktur hapert wirklich vieles bei dem Umsetzen von Infrastrukturprogrammen, beim Nichtabrufen von Geldern. Das ist aber häufig ein Verwaltungsthema und kein bundesgesetzliches Thema. Nicht minder wichtig, sicher, dass da Verfahren gut funktionieren und Prozesse gerade in den Verwaltungen auch schlank und effizient ablaufen. Es ist aber, ja, liegt, glaube ich, eher in der Kompetenz der Länder und der Kommunen als des Bundes. Ich bin mir nicht sicher, ob der Bund da sehr viel regeln kann, aber es ist etwas, wo wir vermehrt darauf achten müssen, dass wir vorankommen. Auch ein großes Bürokratiethema für die Unternehmen ist Baugenehmigungsverfahren, die einfach liegen bei den Behörden und liegen und es passiert viel zu wenig. Sicherlich auch nicht aus bösem Willen der Behörden, da sind dann die Kapazitäten nicht vorhanden, das zu bearbeiten, aber Fakt ist eben, dass am Ende nichts passiert und das ist in der Zeit, in der wir im Moment leben, können wir uns das in keiner Weise leisten. Dass vieles im Bereich Steuern liegt, viel Bürokratieabbau liegt ein bisschen in der Natur der Sache, glaube ich. Das ist eben ein sehr großes Regulierungsgebiet und das Bundesfinanzministerium ist immer nicht das Erste, das sich darüber freut, wenn es darum um Bürokratieabbau geht. Da ist auch noch weiterhin sehr viel zu tun. Meines Erachtens sind die Vorgaben und die Ankündigungen im Koalitionsvertrag, was Vereinfachungen auch zwischen den unterschiedlichen Rechtsgebieten, Steuerrecht und Sozialrecht angeht, also in minimalster Weise nur erfüllt bei diesem BEG 3. Da ist noch viel, viel zu tun. Das ist das Arbeits- und Sozialministerium, was da auch mit angesprochen ist. Das sind auch die beiden, die die großen Blöcke beigesteuert haben zu diesem Gesetz. Und trotzdem ist da noch unheimlich viel mehr zu tun. Aber das, glaube ich, auf viele andere Bereiche kann man gucken. Man wird immer beim Finanzministerium landen, dass da viel zu tun ist. Ich wollte noch auf ein Thema eingehen, was mir bei dem noch ein bisschen zu kurz gekommen ist heute in der Runde. Und zwar, ja, dieses Gesetz hatte 3 Tage Stellungnahmefrist. Damit kann man keine Stellungnahme leisten zu einem Gesetz. Wenn die Bundesregierung ernsthaft Fachinputs möchte zu einem Gesetz, reichen tageweise Stellungnahmen nicht aus. Und die nehmen im Moment in einem Maß zu, das also atemberaubend ist.
Und ich glaube, der Praxisbezug ist wichtig. Das braucht auch der Normenkontrollrat, das braucht auch die Bundesregierung, dass es die Möglichkeit gibt, bei den Unternehmen, bei den betroffenen Bürgern, bei den Verwaltungen mal nachzufragen, wie funktioniert so ein Gesetz eigentlich in der Praxis? Das kann auch jetzt noch ein bisschen nachgeholt werden. Manche Sachen müssen erst umgesetzt werden und Verordnungen müssen geschrieben werden. Machen Sie es wenigstens dann, dass Sie sich zusammensetzen mit den Betroffenen und überlegen, wie die besten Regelungen sind. Vielen Dank, Frau Dr. Behland. Und wir kommen zur nächsten Frage. Der Kollege Sebastian Brehm, CDU-CSU-Fraktion. Entschuldigung, ich muss noch mal nachhaken. Ich frage mal die Frau Dr. Behland noch mal wegen der Umsatzsteuerfragestellungen. Wir hatten ja die zeitlich befristete Abschaffung, Verpflichtung monatlicher Abgabe Umsatzsteuervoranmeldungen. Ich will es mal anders. Im Finanzausschuss war die Diskussion ja lange, um auch Dreiecksgeschäfte und solche Dinge einzudämmen. Deswegen hat man das gemacht. Andersrum ist ja so, wenn ein Existenzgründer heute investiert und einen Vorsteuerabzug hat, dann hat er ja natürlich auch, wenn man monatlich abgibt, wesentlich schneller sein Geld wieder zurück, als wenn man vierteljährlich warten müsste, bis er seinen Vorsteuerabzug auch geltend machen kann. Wie ist das aus Ihrer Sicht zu sehen? Da sind Sie gleich nochmal dran, Frau Dr. Behland, bitte sehr. Ja, da sage ich natürlich auch gerne noch was dazu. Korrigieren Sie mich, aber ich meine, jeder kann seine Umsatzsteuervoranmeldung auch früher abgeben, wenn er möchte. Nein? Kann er nicht? Okay. Ja, die Vorsteuererstattung ist wichtig, aber die spielt bei einem Monat und drei Monaten jetzt nicht so eine große Rolle. Die monatliche Umsatzsteuervoranmeldung bei Gründern wurde mehr als bürokratische Belastung erlebt als Liquiditätsentlastung. Das ist einfach so. Auch die vierteljährliche Voranmeldung führt schon dazu, dass die Vorsteuer relativ schnell erstattet wird. Das haben wir noch nie als Problem, als Rückmeldung bekommen bei den Gründern, dass sie dann zu spät ihre Vorsteuer zurückbekommen. Trotzdem ist die monatliche Anmeldung aber eine Belastung gewesen. Dass das jetzt versuchsweise abgeschafft wird, finde ich eine gute Regelung. Denn da kann man sich dann wirklich angucken, entstehen neue Risiken oder nicht. Das ist ja immer so ein bisschen im Raum gestanden, brauchen wir das zur Umsatzsteuerbetrugsbekämpfung oder nicht. Von Seiten der Wirtschaft haben wir immer gesagt, es gibt sozusagen gar keine Nachweise dafür, dass, aber es ist natürlich ein wichtiges Thema. Umsatzsteuerbetrug will niemand. Das sich jetzt einfach mal ein paar Jahre anzugucken und dann zu gucken, ändert sich eigentlich etwas oder kann man das so machen, ist doch eine gute Sache. Da haben wir eine Entlastung von den Gründern und wir können trotzdem noch darauf achten, dass es eben keine Umsatzsteuerbetrügereien gibt. Vielen Dank. Es geht weiter mit der Frage des Kollegen Steffen Kortré, AfD-Fraktion. Ja, vielen Dank. Also ich will noch mal zu dem heute schon benannten Thema Dokumentation und Auskunftspflichten beim Mindestlohn zurückkommen und hier die Frage stellen an doch noch mal Herrn Dr. Haber und an Herrn Haasch. Das Thema dieser Dokumentations- und Auskunftspflichten ist an jeder Ecke und an jedem Ende zu hören aus dem Mittelstand. Deswegen meine Frage, ist die Kritik in dem Maße berechtigt? Und wenn ja, wie kann man dort Abhilfe schaffen, dass hier keine Verletzungen gegen die Zahlung des Mindestlohns dann erfolgen? Vielen Dank. Zunächst Herr Dr. Haber mit der Bitte, noch ein kleines Zeitfenster für Herrn Haasch zu lassen innerhalb der Zeit. Herr Vorsitzender, ich werde mein Möglichstes tun. Es ist ja so, dass bei vielen Gesetzen zum Mindestlohn liegt natürlich auch ein Arbeitsvertrag zugrunde. Und da meine ich, da müsste es doch genügen, dass die Anfang- und Endzeiten und das, was im Arbeitsvertrag entsprechend definiert ist, dass das ausreichend sein sollte. Und ich meine eines auch, in größeren Unternehmen, die auf Mindestlöhner zurückgreifen, was im Übrigen, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, in meiner ostbayerischen Heimat überhaupt kein Thema war. Die Mindestlohndiskussion war nicht vorhanden. Ja. Aber es geht um den Mehraufwand der Nachweispflichten. Und da muss ich sagen, bitte denken Sie immer daran, es trifft einen kleinen Betrieb, trifft es unendlich hart, wenn das alles in voller Stärke, in vollem Umfang dokumentiert werden muss. Also nicht nur Anfang und Ende, sondern Tätigkeit von bis
Herr Asch, vielleicht können Sie noch was ergänzen. Also ich meine, man sollte einfach unterscheiden zwischen den Betrieben, die in einem kleineren Umfang tätig sind, wo das Ganze familiengeführt ist, als wenn ich das in Großschlachtereien etc. Anwende. Der Herr Hasch von der IHK Neubrandenburg kann sich gleich anschließen. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auch ich möchte noch mal, dass die Einigkeit auch zwischen Nord und Süd, das Thema Mindestlohn und die Höhe hat nie eine Rolle in der Diskussion gespielt, sondern es hat immer eine Rolle gespielt, welche Aufwendungen sind mit der Einführung des Mindestlohngesetzes auf die Unternehmer hinzugekommen. Und wir hatten immer damit zu kämpfen, dass es so eine Art Grundskepsis gab, ob das dann tatsächlich von den Unternehmern alles eingehalten wird. Ich denke, es geht insgesamt darum, dass man das Paket noch mal angucken muss, inwieweit bei den Dokumentationspflichten bezogen auf Bürokratieabbau wirklich Erleichterungen eingebaut werden könnten. Wir haben in den zurückliegenden Jahren mehrfach mit der Finanzkontrolle Schwarzarbeit direkt Gespräche gesucht. Und wenn man sich wirklich die Verstöße einmal anguckt, und nur darum geht es ja, es geht darum, Verstöße zu vermeiden. Wenn man sich die Verstöße anguckt, kommt man sehr schnell zu dem Ergebnis, dass man die fast vernachlässigen kann. Jedenfalls kann ich das für meine Region so sagen. Und ich denke, das ist der beste Beweis dafür, dass man für diese Dokumentationspflichten, für die Nachweisführungen, die erforderlich sind, die besten Argumente hat, um dort wirklich nachzubessern. Es ist einer von vielen Bausteinen, der den Unternehmer in seiner eigentlichen Kerntätigkeit belastet. Und wenn wir obendrein das auch in der Kommunikation noch stärker nach vorne bringen können, dass die Masse der Unternehmer seriös und ordentlich arbeitet und wir nicht immer so im Hinterschwang eine Skepsis haben, die doch ein bisschen am Image des Unternehmers kratzt, und die Unternehmer fühlen sich wirklich da schon zum Teil in die Ecke gestellt, weil sie sagen, das sind wir nicht. Wir wollen mit den Leuten arbeiten und nicht gegen unsere Leute arbeiten. Und nur zur aktuellen Konjunkturumfrage meines Hauses kann ich sagen, dass das Thema Fachkräfte mit Blick für den künftigen Zeitraum weiterhin das Hauptproblem der Unternehmer ist. Sie wollen also mit den Leuten arbeiten, nicht gegen sie. Vielen Dank. Und im Frageverfahren sind wir wieder bei der SPD-Fraktion. Frau Poschmann, bitte sehr. Ja, herzlichen Dank. Dann bleiben wir beim Thema. Und ich hätte gerne mal eine Auskunft vom DGB dazu zum Thema Aufschreibungspflicht beim Mindestlohn. Soweit mir bekannt ist, bekommen immer noch über 1 Million Arbeitnehmer den ihnen zustehenden Mindestlohn nicht. Und wenn wir nur das Handwerk sehen, eine große Tarifflucht, 30% des Handwerks sind nur noch tarifgebunden. Das entspricht eigentlich statistisch alleine schon der Darstellung, die wir gerade gehört haben. Und deshalb sind Sie der Ansicht, dass eine Aufweichung bei der Aufschreibung des Mindestlohns nicht noch zu mehr Missbrauch führen würde, als wir das jetzt schon haben? Also meinen Sie, dass das nicht ad acta gelegt worden würde, wenn man das gar nicht kontrollieren kann, wann die an und wann die halt wieder aufhören mit der Arbeitszeit? Ihre Frage richtete sich an Frau Dr. Böning oder an Herrn Didier. Es antwortet Frau Dr. Böning. Bitte sehr. Ja, danke. Nein. Also die Antwort ist ganz klar. Wenn man nicht weiß, wie viel Arbeit der Beschäftigte geleistet hat, dann ist es natürlich nicht einzuschätzen, ob die Vergütung, die er erhalten hat oder sie, dem gesetzlichen oder auch dem Branchenmindestlohn entspricht. Und das ist genauso, wie Sie das gesagt haben. Nicht 1 Million, sondern 1,8 Millionen Beschäftigte bekommen in Deutschland, obwohl denen das zusteht, nicht den gesetzlichen Mindestlohn. Und mit den dazu gehörenden Branchenmindestlöhnen sind es über 2 Millionen Beschäftigte. Von daher mag sich das in dem einen oder anderen Unternehmen oder Bereich oder auch Region das so darstellen, wie meine Vorredner das vorgetragen haben. Die Statistiken sprechen da eine etwas andere Sprache. Und die Möglichkeit der Durchsetzung des eigenen Lohnanspruchs steht und fällt mit dem Nachweis oder Beweis dessen, wie viel Arbeit geleistet wurde, weil nur so kann bestimmt werden, was mir oder dem Beschäftigten jeweils dafür zusteht. Von daher ist es natürlich und selbstverständlich, dass die Dokumentationspflichten gerade in den Bereichen, die nachgewiesenermaßen auch vom Missbrauch besonders betroffen sind. Deswegen gibt es das Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz und die dort enthaltenen Branchen. Die sind noch nicht zufällig reingerutscht, versehentlich reingerutscht, sondern diese Liste wird auch erweitert und wurde in den letzten Jahren erweitert, die des Paragraphen 2a um Branchen, wo man aufgrund von Kontrollen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit, aber auch aus anderen Quellen sehr wohl weiß und sehr gut nachweisen kann, dass dort im verstärkten Maße die Arbeitnehmerrechte nicht eingehalten werden. Deswegen brauchen wir natürlich
die Dokumentation des Mindest- oder der Arbeitszeit in Zusammenhang mit der Durchsetzung des Mindestlohnes, so wie das im Augenblick im § 17 Mindestlohngesetz geregelt ist. Und wir brauchen sogar noch mehr, nicht unbedingt im Zusammenhang mit dem Mindestlohngesetz, aber wir hatten kürzlich eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zu der Frage der Erfassung der Arbeitszeit. Da geht es um den Gesundheitsschutz in erster Linie, nicht um die Übersetzung der Vergütung. Da hat der Europäische Gerichtshof gesagt, alle Arbeitgeber müssen verpflichtet werden durch die Mitgliedstaaten, die Arbeitszeiten ihrer Beschäftigten vollumfänglich zu dokumentieren. Und auch das wird umzusetzen sein, beziehungsweise das ist jetzt schon geltendes Recht in Deutschland, aber der Gesetzgeber ist gut beraten, hier für eine transparente Regelung zu sorgen, denn ansonsten werden die Gerichte natürlich in der Pflicht sein, für eine unionsrechtskonforme Auslegung des deutschen Rechts zu sorgen, und dazu sind sie jetzt schon berechtigt als Träger der öffentlichen Gewalt. Von daher, wir werden nicht in der Zukunft weniger Dokumentationspflichten haben, ob es einem gefällt oder nicht, sondern mehr. Und der erste Teil, den Sie angesprochen haben, Mindestlohn, ist nach wie vor sehr praxisrelevant und sehr wichtig und darf auf keinen Fall abgeschafft werden. Vielen Dank. Nächste Frage, Kollege Karl Hohlmeier, CDU-CSU-Fraktion. Ja, vielen Dank. Ich hätte eine Frage an die Frau Dr. Behland, und zwar zum Thema Kleinunternehmergrenze. Von Seiten des Handwerks hatte der Herr Dr. Haber gesagt, dass diese Erhöhung nicht zugestimmt, ja, abgelehnt wird. Wie sieht das der Deutsche Industrie- und Handelstag? Frau Dr. Behland. Ja, vielen Dank für die Frage, dass ich das auch noch mal aus unserer Sicht darstellen kann. Also wir respektieren natürlich, dass das Handwerk da ein reales Problem hat und dass die das auch nicht gerne erhöhen wollen. Aus Sicht der, sagen wir mal, der etwas größeren Betriebe, immer noch der kleineren Mittelständler, stellt sich das anders dar. Da ist die Kleinunternehmergrenze also ein guter Weg zum Einstieg, zum Anfang, dass man erst mal anfangen kann, bevor man dann wächst und noch nicht in die vollen Pflichten reinwächst. Auch möchte nur ganz am Rande darauf hinweisen, dass das auch für Vereine ein wichtiges Thema ist, die Kleinunternehmergrenze. Und der Vorschlag jetzt von 17.500 auf 22.000 anzuheben, ist ja im Grunde nur eine Inflationsanpassung. Ja, wir würden es besser finden, wenn es noch weiter angehoben wird, aber diese Inflationsanpassung ist für eine Vereinfachungsgrenze angemessen und dürfte die Situation eigentlich noch nicht mal verschlechtern. Sie wird es wahrscheinlich aus der Sicht des Handwerks auch nicht gerade verbessern, aber sie würde sie auch nicht verschlechtern und doch für viele kleine Betriebe, die eben anfangen und größer werden wollen, eine Erleichterung darstellen. Insofern plädieren wir dafür, das Gesetz an der Stelle so zu lassen, aber würden uns jetzt auch nicht jetzt unendlich dafür verkämpfen, es noch weiter nach oben zu tun, weil wir auch wissen, dass der Schwesterverband zu Recht da ein Problem hat mit der Anhebung der kleinen Unternehmergrenze. Aus unserer Sicht wäre es noch ein Vorteil, nach oben zu gehen, aber 22.000 Inflationsanpassung bei einer Vereinfachungsgrenze ist eine gute Idee für ein Bürokratieentlastungsgesetz. Vielen Dank, Frau Dr. Behland. Die nächste Frage vom Kollegen Manfred Totenhausen für die FDP-Fraktion. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ja, ich freue mich ja, dass ein Handwerkskollege hier unter den Experten sitzt. Deswegen möchte ich meine Frage an Dr. Haber stellen. Herr Dr. Haber, in Ihrer Stellungnahme machen Sie weitere Vorschläge, gerade im Arbeits- und Steuerrecht, um die Wirtschaft zu entlasten. Wir kennen diese Vorschläge bereits aus den Eingaben vom März 2018. Da haben die Bäcker 43 Vorschläge gemacht, ganz hervorragende dabei. Und im Sommer hat der ZDH nachgelegt, um das noch zu ergänzen und zu erweitern. Jetzt haben wir die ganze Zeit hier oft von Start-ups geredet. Start-ups auf der einen Seite, Sie haben es auch schon angesprochen, Nachfolgeprobleme auf der anderen Seite. Meine Frage, haben Sie Erkenntnisse darüber, warum Betriebe nicht übernommen werden? Ist es die Bürokratie, die die Betriebe hindert und abschreckt? Die Elterngeneration kennen wir alle, die warnt ja schon ihre eigenen Kinder davor, mach dich nicht selbstständig, versuch lieber einen vernünftigen Job zu kriegen in einer Behörde oder in irgendeiner Institution. Was sind die größten Hemm- und Hindernisse für den Fortbestand von kleineren und mittleren Unternehmen? Und dann habe ich noch eine Frage.
Frage an Herrn Luthe, denn das ist ja auch ein Thema, was gerade Ihre Branche betrifft. Das heißt, wenn wir die Zeit noch haben, erklären Sie uns doch bitte einmal, was Betriebe bei der Mindestlohndokumentation so nervt. Ja. Vielen Dank. Handwerk steht hoch im Kurs. Ich freue mich, dass das auch im Ausschuss so ist hier. Herr Dr. Haber zur Beantwortung und danach Herr Luthe. Herr Todenhausen, herzlichen Dank, dass Sie das Thema Nachfolge im Handwerk und Nachfolge generell ansprechen, weil wir sprechen natürlich von Startups und überall werden Erleichterungen für Startups gefordert. Aber ich meine, unsere handwerklichen Existenzgründer und diejenigen, die einen bestehenden Betrieb übernehmen, haben volkswirtschaftlich auch eine große Bedeutung, zumal auch dort die Innovation eine Rolle spielt. Ich habe in meinen vorhergehenden Ausführungen schon angesprochen, dass wir in den nächsten 10 Jahren ca. 30% der Handwerksbetriebe stehen zur Übernahme an. Das sagt man einfach, das sind diejenigen, wo der Betriebsinhaber zwischen 50 und 65 ist. Da ist normalerweise der Betriebsübergang kommt dort zustande. Und da spielt natürlich das Thema Bürokratie eine wesentliche Rolle. Ich weiß nicht, ob es das zentrale Problem ist, weil nach wie vor muss man ja eines sagen, man kann auch als Selbstständiger im Handwerk kann man gutes Geld verdienen. Und wir versuchen auch, dass wir die Karrieremöglichkeiten im Handwerk, dass wir die an die jungen Leute herantragen und nicht unbedingt nur sie mit der Bürokratie und den Schwachstellen, die wir aus unserer Sicht momentan sehen, dass wir die an die jungen Leute herantragen. Also wir werben massivst für das Handwerk. Aber ich habe schon gesagt, wenn die Eltern, Vater und Mutter in Freizeit, Samstag, Sonntag, wenn die ihre bürokratischen Pflichten erfüllen müssen und zu den eigentlichen Aufgaben, die sie hätten in dieser Zeit, nämlich Leistungsverzeichnisse ausfüllen oder sich um ihre Kinder zu kümmern, wenn das die jungen Leute sehen, dann verträgt sich das mit der heutigen Einstellung in Richtung Work-Life-Balance, verträgt sich das nicht und dann darf man es den jungen Leuten auch nicht darf man denen das auch nicht verdenken, dass sie andere Karrierewege für sich ins Auge fassen. Und ich erlebe auch, dass manche Kolleginnen und Kollegen aus dem Handwerk ihren Kindern raten, was anderes zu machen. Leider. Ein paar Sekunden noch zur Beantwortung der Anschlussfrage. Das kommt mir doch sehr entgegen, weil das Thema bei uns intern in den Verbänden beim Hotel- und Gaststättenverband liegt. Der Tarifpartner der Gewerkschaften ist die arbeitsrechtlichen Fragen. Insofern von mir dann relativ wenig. Ich glaube, das Thema Dokumentation ist eins der Kleinstbetriebe. Und hier in unserer Branche, wenn ich die Gastronomie mitnehme, insbesondere von Betrieben, wo die nicht jeder Betriebsablauf schriftlich dokumentiert ohnehin festliegt, die haben ein Problem mit der Verschriftlichung. Helfen würde man uns mit einer Flexibilisierung der Arbeitszeiten, wie es europarechtlich möglich wäre, weil die eben atypisch bei uns anfällt oder saisonbedingt anfällt. Da hätten unsere Betriebe noch mehr Entlastung von. Vielen Dank. Nächste Frage vom Kollegen Bernhard Loos, CDU-CSU-Fraktion. Ich möchte die Frage richten, sowohl an Dr. Haber, aber auch an Herrn Haber. Mikro. Herr Kollege, einmal das Mikrofon einschalten. Ja, also ich möchte an beide Kammern gerne eine Frage stellen, weil ich ja gemerkt habe, dass da doch unterschiedliche Schwerpunkte sind. Also meine Frage geht an den Herrn Dr. Haber und die Frau Dr. Behland. Und mir geht es eben darum, wir haben ja gerade festgestellt, dass wir nicht ganz so zufrieden sind, was das Bürokratieentlastungsgesetz so bringt. Jetzt stelle ich die Frage so zum Ende hin, wo sehen Sie jeweils, sowohl bei der Handwerkskammer als auch bei der IHK, wo sehen Sie denn, wo sollte man jetzt am meisten oder am ehesten jetzt mal anpacken, wo es ganz gewaltig brennt, wo wir was lösen müssen? Wo sehen Sie das jeweils? Danke. Herr Dr. Haber, und bitte das Zeitfenster für die Frau Dr. Billand berücksichtigen. Sie dürfen es auch umdrehen. Bitte sehr, Frau Dr. Billand. Ja, wo müsste man nach dem Gesetz oder vielleicht noch im Gesetz unbedingt anpacken? Wir sind der gleichen Meinung wie das Handwerk. Die GWG-Grenze wäre eine gute Idee. Tut nicht weh, vereinfacht für die Betriebe und gibt sogar noch einen kleinen Konjunkturschub. Es liegt ein bisschen auf der Hand, dass man dieses tut und damit die Bürokratie
das Bürokratieentlastungsgesetz ergänzt, erweitert und auch ein bisschen praxisnäher für die Betroffenen noch macht. Dann das große Thema Aufbewahrungsfristen verkürzen ist eines, was wir weiter vertreten werden, weil es mit den elektronischen Vorhaltefristen, mit der Verkürzung der elektronischen Vorhaltefristen, ist nur ein Teilproblem gelöst. Auch ein wichtiges, aber nur ein Teilproblem, weil die meisten Betriebe eben auf Papier archivieren. Und es wäre ein großer Fortschritt, die auf die doch sehr, sehr langen Aufbewahrungsfristen von 10 Jahren, von denen runterzukommen. Verbindliche Rechtsauskünfte sind auch für unsere Betriebe ein großes Anliegen. Das ist auch ein bisschen ein Respekt- und Hygienefaktor. Wir haben ein sehr kompliziertes Steuerrecht in Deutschland. Und dass die Finanzverwaltung, wenn die Finanzverwaltung mehr bereit wäre, den Steuerpflichtigen Auskunft zu geben, wie sie Dinge richtig machen, dann ist das eigentlich etwas sehr Naheliegendes. Etwas, was es für die Betriebe vereinfachen würde und wo eigentlich nicht wirklich einzusehen ist, warum das so schwer durchzusetzen ist, was in anderen Staaten doch auch relativ einfach durchzusetzen wäre und oder auch schon angewendet wird und gute Ergebnisse bringt. Und letztlich ist natürlich der Bereich der Digitalisierung. Aber jetzt soll er aber auch noch. Herr Dr. Haar. Ja, danke schön. Also Sie haben es angesprochen, was uns wichtig wäre, wäre eine Reduzierung der Aufbewahrungspflichten. Es wäre ein deutliches Zeichen in Richtung der Betriebe, wenn man sich von den 10 Jahren auf 8 Jahre verständigen könnte. Das wäre ein deutliches Signal. Und überlegen Sie das eine, wir begrüßen zwar die Sache, dass bei einem Systemwechsel, dass man lediglich 5 Jahre aufbewahren muss dann und dann anschließend darf man einen Datenträger, einen geeigneten, ausschließlich zur Dokumentation verwenden. Aber wenn Sie das einmal in die Praxis umsetzen, das wird in der Regel wird's zu keinen wesentlichen Erleichterungen führen. Daher meine ich, wenn Sie insgesamt sich durchringen könnten, in einer konzertierten Aktion das von 10 auf 8 Jahre die Aufbewahrungspflicht zu reduzieren, dann wäre das ein deutliches Zeichen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Dr. Haber. Auch das haben die Abgeordneten als Ruf gehört. Auch nicht das erste Mal, wenn ich das so sagen darf, aber steht der Tropfen und Sie wissen schon. Die nächste Frage wieder von der Kollegin Sabine Poschmann, SPD-Fraktion. Ja, meine Frage geht an Frau Dr. Behlern und Herrn Kunz. Und zwar etwas auch in die Zukunft gesehen mit dem EU-Mittelstandsmonitor des BMWI sind ja gerade KMUs eingebunden zu sagen, im Grunde wo sie Bedarf sehen, auch gerade unnötige Bürokratie zu vermeiden. Wie bewerten Sie dieses Instrument und würden Sie den Wunsch äußern, frühzeitiger eingebunden zu werden oder ist das genau das richtige Instrument? Vielen Dank, Frau Dr. Behlernd und anschließend Herr Kunz. Vielen Dank für die Frage. Ich habe vorhin schon darauf hingewiesen, dass eine frühzeitige Einbindung der Praxis unheimlich wichtig ist, wenn es um Entlastungen geht. Erstens zu sehen, wo ist es besonders wichtig und wie funktionieren sie tatsächlich dann auch gut? Wie muss man sie so ausgestalten, dass sie auch wirklich beim Mittelstand ankommen? Das hat dann auch was mit Förderverfahren zum Beispiel zu tun. Wie kann ich Förderverfahren unbürokratisch ausgestalten, dass sie wirklich auch genutzt werden können und dass sie wirklich bei den Betrieben ankommen? Viel mit Digitalisierung natürlich. Wie fördere ich Digitalisierung? Wo tue ich vielleicht Mittel rein, dass das bei den Betrieben mal ein bisschen schneller geht? Manches wird ja auch nicht gemacht, weil man die Risiken sieht, gerade mit der Archivierung, ob das dann alles so einfach ist mit den digitalen Verfahren am Ende. Da könnte eine gute praxisnahe Mittelstandsförderung unheimlich viel erleichtern. Und ein Mittelstandsmonitor, der sich anschaut, was ist für den Mittelstand jetzt gerade wichtig und wo könnten Entlastungen am nötigsten sein, spielt natürlich eine unheimlich große Rolle. Wir fordern das ja auch immer auf EU-Ebene, dass dort der Mittelstand eine viel, viel größere Rolle spielen müsste. Wir haben das Gefühl, dass das über
viel zu wenig beachtet wird, wie mittelständische Betriebe eigentlich umgehen müssen dann mit EU-Regulierungen. Da sind wir aber auch noch nicht das beste Beispiel im europäischen Vergleich. Herr Kunz. Ja, vielen Dank für die Frage, Sabine Poschmann. Also so richtig spannend wird es wirklich in der Tat immer dann, wenn man den Mittelstand sich praxisnah vor Ort anschaut. Also viele, viele Regulierungen oder auch Deregulierungen sind in der ersten Linie für die großen Unternehmen gemacht. Und man vergisst sozusagen oftmals dann die kleinen oder die Kleinstunternehmen, die auch beim Bereich Deregulierung natürlich alleine was den Umstellungsaufwand betrifft, dann vor große Herausforderungen sich gestellt fühlen. Insofern kann ich die Frage EU-Mittelstandsmonitor nur unterstützen und stark begrüßen und zum Beispiel des Meldescheins zurückzukommen, weil das sich an diesem Beispiel wahrscheinlich auch sehr gut deutlich machen lässt und festmachen lässt. Die Umstellung an sich, der Umstellungsaufwand an sich, der wird für viele Kleinstbetriebe erheblich sein. Wenn sie Internet vor Ort in ihren Kommunen gar nicht haben, stellt sich die Frage des Auslesens mit dem Handy, des Personalausweises ohnehin nicht. Und auch die Frage der digitalen Bezahlung sozusagen vor Ort stellt sich dann gar nicht. Also da hat man sozusagen im Praxistest, wenn man viele weiße Flecken sich in Deutschland anguckt, vielleicht schon eine Antwort, wie lange das Thema Umstellung dann dauern wird. Und das Zweite ist natürlich auch, dass man auch mal reingeht in die Kommunen und sich vor Ort mal eine Deregulierung und wie der beste Weg dort ist, anschauen würde. Also ich war vor Ort in einem Hotel in meiner Gemeinde und in einer Ferienwohnung, habe mir das mal angeschaut. Und da lernt man sehr viel bei kleinen oder mittelständischen Unternehmen, wie die sozusagen auf so eine Deregulierung mit dem digitalen Meldeschein reagieren. Und da kam das Thema eben Gäste, Card und Kurtaxerhebung dann dazu und eben auch der große Wunsch, dort zu einer großen Innovation auch zu kommen, damit alles digital sein könnte. Vielen Dank. Die nächste Frage kommt vom Kollegen Thomas Lutze, die Fraktion Die Linke. Vielen Dank. Meine Frage geht jetzt an Roald Dittier vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Warum spricht sich der DGB gegen die Anhebung der umsatzsteuerrechtlichen Freigrenze bei sogenannten Kleinunternehmenregelung aus, wie sie im Gesetzentwurf formuliert ist? Sie mahnen für die Regelung des § 40a Absatz 1 Einkommenssteuergesetz zur kurzfristigen Beschäftigung eine Änderung an, die bisher noch nicht Gegenstand des Gesetzentwurfs war, um den Missbrauch zulasten der Beschäftigten auszuschließen. Könnten Sie das mal bitte kurz näher erläutern? Dankeschön. Vielen Dank. Und zur Beantwortung Frau Herr Didier vom DGB, bitte sehr. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, für das Wort. Vielen Dank, Herr Abgeordneter, für die Frage. Ich will es versuchen, dass diese zwei Sachverhalte halbwegs in der Zeit hinzubekommen. Also ich würde gerne mal damit beginnen, Herrn Dr. Haber zu sagen, dass er nicht alleine ist in dieser Runde mit dieser Kritik, sondern wir sind als DGB, als Gewerkschafter mit den Handwerksverbänden an der Stelle sehr einig. Habe mich da auch erst am Freitag nochmal mit dem Zentralverband des Deutschen Handwerks zu der Frage auch nochmal auseinandergesetzt und sind uns da einig, dass wir das aus den besagten Gründen, Solo-Selbstständigkeit und auch die Anreize zu Schwarzarbeit und vielem, was damit verbunden ist, kritisieren. Sie können das im Detail auch nochmal in unserer Stellungnahme nachlesen und das, was da drin steht, will ich Ihnen auch gar nicht nochmal vorlesen. Aber ich will vielleicht auch mal auf einen anderen Sachverhalt reingucken. Die Frage ist nämlich, werden wir da in jedem Falle auch den Bedürfnissen eines Gründers, auf die ja hier abgestellt wird, auch wirklich immer gerecht. Es ist ja jedem Gründer eigentlich zu wünschen, dass er es auch im ersten Jahr möglichst schon über 17.500 Umsatz schafft, weil von 17.500 oder weniger kann man ja schlechterdings ordentlichen Broterwerb leisten. Und wenn es ihm dann auch nicht gelingt, im Jahr darauf, das ist nämlich die zweite Bedingung, auch die 50.000er-Grenze zu reißen, dann ist das schon ein schwerwiegendes Problem. So, und jemand, der nun gerade mal über die 17.500 kommt und die nicht nutzen kann, der sieht sich aber durchaus beispielsweise der Konkurrenz ausgesetzt von Menschen, die in dem engeren Sinne gar keine Gründer sind. Also ich stelle mal ab auf Bausachverständige, die in Ministerien arbeiten, die in der Bauverwaltung arbeiten, die ordentlich sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind und die im Zubrot bis zu 17.500 Euro umsatzsteuerfrei vereinnahmen können. Und dem stellen wir dann mal den Gründer gegenüber, dem es gelungen ist, vielleicht mal über die 17.500 zu bekommen.
aber der ist auch noch lange keine goldene Nase verdient, der hat dann nämlich die Konkurrenz von ganz anderen, die sozusagen in einer ganz anderen Situation sind. Und das ist ein Fall, den haben wir sehr häufig. Und das ist die Frage, ob wir, wenn wir hier sozusagen im Schwerpunkt auch auf mittelständische Wirtschaft, wie der Gesetzentwurf betont, abstellen, ob wir uns an der Stelle wirklich sozusagen auch diejenigen begünstigen und denen wirklich eine Hilfe bieten, von denen man sich das vorstellt. Das will ich auch mal ernsthaft mit zu bedenken geben. Ein weiterer Punkt ist angesprochen mit dem 40a Einkommensteuergesetz zur kurzfristigen Beschäftigung. Was wir dort kritisieren, ist eigentlich der Umstand, dass es zwar hier eine Pauschalbesteuerung möglich sein soll für nicht von vornherein vereinbarte Arbeiten, die aber nicht von vornherein so gehalten sind, dass sie nicht auch mehrmals im Jahr stattfinden können, sondern es geht nur darum, wenn diese Arbeit nicht von vornherein vereinbart sind, dass dann eine Pauschalbesteuerung und eine unbürokratische Handhabung zugegeben möglich ist. Aber wir kommen hier auch in den Fall hinein, dass hier das Arbeiten auf Abruf steuerlich begünstigt wird. Und wir würden hier zumindest mal stark dafür plädieren, dass dieses Arbeiten auf Abruf im Rahmen einer kurzfristigen Beschäftigung doch bitteschön auch nur einmal im Jahr definitiv möglich ist. Und nicht nur dann, wenn es nicht von vornherein vereinbart war, weil das ist ja genau das Wesentliche von Arbeiten auf Abruf, dass es eben nicht von vornherein vereinbart war. Aber es setzt sozusagen den ganzen Flexibilisierungsdruck, der damit verbunden ist, einseitig nur auf die Beschäftigten ab. Danke. Auf die Zielgeraden ein mit unseren Fragen. Maximal sind es noch 3 Fragesteller. Und da geht es los mit Herrn Schmidt, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Ja, ich würde die Gelegenheit nutzen und Herrn Harsch um eine Art Zusammenfassung bitten, wenn man so will, dessen, was von anderer Seite durchaus auch schon an Wünschen herangetragen wurde. Also meine Frage, was aus Ihrer Sicht noch in diesen Gesetzentwurf mit einfließen sollte, was da eventuell fehlt. Ich habe da schon entsprechende Anmeldungen letztendlich von Dr. Haber, von Herrn Nitschke, von Frau Dr. Behland, Frau Dr. Bünning gehört. Vielleicht können Sie da aus Ihrer Perspektive nochmal so die Zusammenfassung dessen geben, wo Sie sagen, das wünschen Sie sich vielleicht auch von den anderen Vorschlägen, wo Sie eher Abstand nehmen würden. Zur Beantwortung Herr Harsch. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, Herr Schmidt. Zunächst einmal herzlichen Dank, dass ich überhaupt hier dabei sein durfte. Das ist eine Riesenerfahrung. Ich bin das erste Mal in einer solchen Anhörung, gestatten Sie mir das mal erwähnt zu haben. Es ist sehr tiefgängig, was an Fragen kommt. Das hatte ich nicht unbedingt so erwartet, aber ich finde das gut. Das vorweg. Zum Zweiten möchte ich nicht das wiederholen, was inzwischen ja auch schon so ziemlich alle Akteure gesagt haben, sondern ich möchte vielleicht noch mal den Bogen ein bisschen weiterspannen. Es war vorhin die Frage, was müssen wir denn tun, um Leute zu finden, die sich noch in die unternehmerische Selbstständigkeit begeben, die bestehende Betriebe übernehmen, die sagen, meine Zukunft ist dieses alleine tätig sein, Verantwortung zu tragen, Innovationen nach vorne zu bringen. Wir brauchen einfach eine Kampagne. Das Bundeswirtschaftsministerium hat das ja auch schon mehrfach initiiert, ist auch jetzt gerade aktuell wieder mit dabei. Wir brauchen eine Imagekampagne für ein Unternehmertum. Und wir brauchen als Zweites eine Imagekampagne für eine duale Ausbildung. Auch die duale Ausbildung ist in den Betrieben mit nicht unerheblichen, zum Teil bürokratischen Problemen belastet. Das ist das, was allen Unternehmen hilft, branchenübergreifend. Unabhängig davon gibt es natürlich viel aus Brüssel. Und da muss ich sagen, ist mein dringender Wunsch, ich erlebe das seit vielen, vielen Jahren in vielen Gesetzesinitiativen aus Brüssel, dass es uns doch nicht gelingt, diese Mindestanforderung dann auch als gegeben hinzunehmen, sondern wir als deutscher Gesetzgeber, Sie in dem Fall, häufig versuchen, noch besondere Ausführungen obendrauf zu packen. Und da einfach zu gucken, dass wir uns wirklich international nicht abgrenzen von dem, was um uns herum geschieht. Das Thema Außenwirtschaft ist bereits genannt worden. Auch meine Region ist in gewisser Weise von Exporten abhängig. Und ich merke das natürlich auch, wenn der größte Schiffspropellerhersteller der Welt, der sitzt nämlich mitten in Mecklenburg-Vorpommern, wenn der plötzlich sagt, 90% meiner Propeller verkaufe ich in Korea und in China, das ist mein Absatzmarkt, da hängen bei mir im Betrieb über 200
Arbeitsplätze von ab, dass der sagt, es hilft mir überhaupt gar nicht, wenn wir hier lokal und regional denken, wir müssen internationaler denken. Und das in allen Bereichen, die wir hier in dieser Bundesrepublik zu vertreten haben. GWG-Grenze, Aufbewahrungsfristen, Digitalisierung, da sind wir, glaube ich, alle in einem Boot. Aber wenn wir das als Kerngedanken im Hintergrund sehen und sagen, lasst uns nicht verkomplizieren und vor allen Dingen lasst uns die Rechtsvorschriften so machen, dass sie leistbar sind, auch für kleine und Kleinstbetriebe, weil auch die gehören zu der wesentlichen Basis unserer Wirtschaft. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Haasch. Ehre und Erkenntnisgewinn sind ganz auf unserer Seite, ist uns eine Fest. Vorletzte Frage kommt von Herrn Kollegen Komning, von Herrn Kollegen Cottret, AfD-Fraktion. Vielen Dank. Die Frage geht wieder an Herrn Haasch und an an Frau Dr. Behland und an Herrn Dr. Haber. Stichwort Vergaberecht, deutsches Vergaberecht. Sind Sie damit zufrieden oder gibt es dort Dinge, die Sie ändern wollen würden? Vielen Dank. Wer zuerst? Ladies first, Frau Dr. Behland. Ja? Ich bin nicht Expertin auf dem Gebiet. Vielen Dank für die Frage. Ich werde mich, glaube ich, eher zu kurz fassen. Ich weiß, dass das Vergaberecht sehr kompliziert ist. Und gerade haben wir von einem Handwerksbetrieb, der uns häufig so bei Bürokratieabbaufragen unterstützt, eine Ausschreibung gesehen aus dem Land Berlin, die, weiß ich nicht, unglaubliche 100 Seiten umfasste, der uns das als Beispiel für Bürokratie zur Verfügung gestellt hat. Und ich habe selber das durchgeblättert und habe auch gedacht, Mann, oh Mann, das ist aber ein unglaublicher Aufwand, der da getrieben wird. Und die Digitalisierung führt an dieser Stelle auch nicht unbedingt zur Vereinfachung, sondern das ist so ein Prozess, wie man das immer sagt, überprüfe erst die Prozesse, bevor du sie digitalisierst, weil wenn du die Prozesse eins zu eins digitalisierst, werden sie auch nicht besser. Aber an der Stelle ist meine Erkenntnis über das Vergaberecht allerdings auch schon zu Ende. Ja, herzlichen Dank. Jetzt habe ich noch etwas über 2 Minuten. Ich bin als Unternehmer da unmittelbar davon betroffen, was das Bauvergaberecht angeht und nehme dazu natürlich gerne Stellung. Herr Haasch, Sie haben in Ihrem Beitrag haben Sie ja indirekt dieses Goldplating, das wir in Deutschland betreiben, haben Sie angesprochen und das muss ich schon noch mal anmahnen. Das ist in der Tat so, Vorschriften, die aus der EU kommen, durchaus vernünftig sind, werden bei uns noch ein bisschen, wird immer oben drauf gelegt und dann kommt zum Schluss ein Bürokratiemonster draus. Das muss ich an der Stelle auch mal sagen. Vergaberecht ist nicht so weit weg davon. Sie haben gerade gesprochen von einem Leistungstext, der vielleicht 3-4 Seiten lang ist und die allgemeinen Bedingungen und die speziellen Bedingungen und besonderen Bedingungen, die machen dann ungefähr 200 Seiten aus. Ein als verantwortungsvoller Unternehmer und Geschäftsführer muss ich diese Seiten lesen. Ich muss sie lesen, ja, weil wenn ich nämlich durch dieses Leistungsverzeichnis mein Unternehmen in Schieflage bekommt, kriege ich ein Riesenproblem. Also, was ist zu tun? Ich meine, das ganze Vergaberecht, insbesondere die VOB-Vergaben, müssen auf ein vernünftiges Maß, muss diese rechtlichen Rahmenbedingungen zurückgeschraubt werden. Man darf es den Behörden und den Ausschreibenden einfach nicht mehr zulassen, dass sie einen Leistungstext von 3 Seiten wird angereichert durch 200 Seiten Rahmenbedingungen. Das kann nicht sein. Das ist das eine. Und dann sollte man einfach einmal auch über das Thema nachgehen, Thema der Wirtschaftlichkeit. Eine VOB-Vergabe mit der Forderung nach dem wirtschaftlichsten Angebot, das ist durchaus vernünftig, meine Damen und Herren. Aber eines müssen wir drüber nachdenken. Wirtschaftlichkeit heißt nicht das preisgünstigste Angebot, das billigste Angebot. Und das ist leider Gottes bei uns im Vergaberecht verkommen. Man nimmt ausschließlich das günstigste Angebot. Ich weiß nicht, in wie vielen Ausschreibungen in den letzten 5 Jahren vom Wirtschaftlichkeitsgrundsatz der richtig ernst genommen wurde, sondern immer das preisgünstigste. Und das darf ich Ihnen sagen, es wird in der Regel für den Auftraggeber nicht das günstigste Angebot, sondern ich denke nur daran, wenn Ihnen das Unternehmen umfällt, weil es ein Unterangebot geleistet hat, dann wird es sehr teuer.
Vielen Dank. Dazu hätte ich mit Sicherheit noch viel zu sagen. Danke. Ja. Vielen Dank, Herr Dr. Haber. Und die letzte Frage im Rahmen unserer Anhörung heute kommt vom Kollegen Andreas Lenz für die CDU-CSU-Fraktion. Danke, Vorsitzender. Ja, meine Frage richtet sich auch an Herrn Haber, dass ich Ihnen noch vielleicht ein bisschen mehr Zeit geben kann. Wir haben ja gehört, dass wir uns bemüht haben. Jetzt ist die Frage natürlich, ob das reicht. Aber vielleicht könnten Sie noch einen kurzen Ausblick geben. In Bayern gibt es beispielsweise einen Bürokratiebeauftragten. Sind Sie der Meinung, dass sowas was bringen kann? Wir sprechen ja auch im Rahmen vom Bürokratieentlastungsgesetz 3 über einen begrenzten Bereich, sage ich jetzt mal. Wenn man mit Unternehmern spricht, dann ist ja die bürokratische Belastung meistens viel, viel breiter. Auch Dinge, die man gar nicht irgendwo erfassen kann, weil es ja oft auch Kleinigkeiten sind. Also vielleicht da noch einen kurzen Ausblick, was Sie sich noch vorstellen könnten, weil nach dem Bürokratieentlastungsgesetz ist ja auch vor dem Bürokratieentlastungsgesetz. Und noch eine kurze Anmerkung zum Thema Ausschreibung. Das stimmt sicher. Oftmals liegt es aber auch an den Behörden vor Ort, die eben gar nicht genau wissen, was in der Vergabeordnung steht. Aber das nur am Rande. Vielen Dank, Herr Dr. Haber. Herr Lenz, danke für die Frage. Also ich möchte jetzt nach 2 Stunden nicht den Eindruck erwecken, dass man das Bürokratieentlastungsgesetz 3 nicht begrüßt. Insgesamt muss ich sagen, glaube ich, dürfen wir alle froh sein, dass dieses Thema der Bürokratieentlastung, dass die Bundesregierung das ernst genommen hat, dass wir alle irgendwo nicht ganz zufrieden sind. Das ist, glaube ich, auch heute deutlich zum Ausdruck gekommen, auch von meiner Seite. Ja, und zu dem, was Sie zum Bayerischen Bürokratiebeauftragten sagen, wir haben den jetzt seit 3 Jahren. Ja, das Thema der Bürokratie ist dadurch in die Gesellschaft getragen worden. Es ist in Bayern allgegenwärtig, dieses Thema Bürokratieentlastung. Aber ob es eine endgültige Lösung bringt, das wird die Zukunft zeigen. Ich glaube, das hängt im Wesentlichen auch davon ab, wie dieser Bürokratiebeauftragte in der Regierung entsprechend verankert ist. In Bayern haben wir da ganz gute Erfahrungen damit gemacht, aber wir sind auch noch weit davon entfernt, dass wir sagen, dieses One-in-One-Out. Ministerpräsident Söder hat das letzte Mal zu mir gesagt, weil ich habe in Bayern immer die unangenehmen Aufgaben, also dort einen Finger in die Wunde zu legen, wo es wirklich wehtut. Und da hat er zu mir gesagt, Herr Haber, glauben Sie eigentlich an das Thema Bürokratieentlastung? Dann habe ich gesagt, ja, irgendwo schon. Dann hat er gesagt, sind Sie doch damit zufrieden, dass es einfach nicht mehr wird. Und da muss ich sagen, da würde ich Sie alle gerne beim Wort nehmen. Vielleicht dieses One-in-One-Out, können wir uns vielleicht darauf verständigen, das können wir unseren Mitgliedsunternehmen schon nahebringen, dass Bürokratie auch notwendig ist. Und ich weiß auch, dass mein Aufruf in Richtung Vertrauen, in Richtung der Unternehmer, ja, das kann ich nicht für die ganze Unternehmerschaft einfordern, das weiß ich. Aber vielleicht, wenn wir uns alle vornehmen, das Ganze nicht noch weiter überborden zu lassen, dann sind auch wir von Seiten der Wirtschaft bei Ihnen. Vielen Dank. Das war nahezu schon eine Zusammenfassung, mit der wir zum Schluss unserer Anhörung kommen. Ich darf mich im Namen des Ausschusses ganz herzlich bei Ihnen, den Damen und Herren Sachverständigen, bedanken, dass Sie uns mit Hinweisen, Empfehlungen und Analysen zur Verfügung gestanden haben. Sie haben ein ums andere Mal darauf hingewiesen, wo die Belastungsgrenzen bei der Bürokratisierung liegen, aber auch auf die Risiken und Gefahren hingewiesen, die mit der einen oder anderen Maßnahme verbunden sein können. Die Abgeordneten und die Fraktionen werden das mit in ihre Beratungen nehmen. Und auch die Bundesregierung hat aufmerksam zugehört. Und vielleicht ist bei dem einen oder anderen Thema noch einmal Gesprächsbedarf. Für heute darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Und wir würden uns freuen, wenn wir uns wieder auf Ihre Expertise bei einer anderen Anhörung einmal stützen können. Ich darf mich auch bei allen Abgeordneten und Gästen bedanken. Die Anhörung ist geschlossen. Applaus